Abend, gute Nacht, frohe Ostern ist erwacht. Servus Freunde, jetzt muss ich mal gucken, mein Handy spinnt, mein WLAN spinnt, alles spinnt, nur ich bin nicht, keine Ahnung, ja ich bin total, ihr wisst ja. Guck mal, mein Handy zeigt immer noch an, ich bin noch nicht live, das ist komisch, ne? Und ich bin seit 52 Sekunden live, da stimmt was nicht. Seht ihr mich, hört ihr mich? Passt alles? Freunde, bin ich jetzt live oder nicht? 10 Sekunden live, da stimmt was nicht. Seht ihr mich, hört ihr mich? So ein Schmarrn. Also YouTube, ich bin enttäuscht momentan. Selbst die Ankündigung habe ich in meinem Kanal selber nicht gesehen ordentlich. Also, spielt schon wieder alles verrückt. Verrückt, verrückt. Freunde, ich bin frisch rasiert, mir geht's wieder besser. Ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen. Ein bisschen Kopfschmerzen, ja, wer hat die nicht bei dem Geschwurschel? Was ist denn jetzt mit dir, du blöde Kamera? Du fokussierst auf was? Du sollst auf mich fokussieren hier. Sag mal, geht's noch? Seht ihr das Auto da hinten? Ah, geil. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Video machen mit der Corvette vergleichen, weil bei der Corvette habe ich die bedruckten Steine schon und bla bla bla. Aber das können wir später diskutieren. Auf jeden Fall, der letzte Samstag. Weil eine Woche später, 5. April, ist in der Schweiz, ne, Brixhaus-Treffen. Da bin ich dabei mit Hans Klemmerstein Forever. Der holt mich dann von München, von Hauptbahnhof ab. Ich komme ihm ein bisschen entgegen, weil der müsste einen kleinen Umweg fahren. So fährt er gerade, ne, und so müsste er dann mich holen oben und dann wieder runterfahren. Das wäre ein Umweg von Pi mal Daumen, 1,5 Stunden. Und das spart er sich natürlich dann. Also, das will ich ja auch nicht. Also, der Hans fährt ja eh insgesamt schon über 8 Stunden, glaube ich. Und von München weg sind es nochmal 4 Stunden. Und das will ich ihm nicht antun. Nee. Da komme ich ihm entgegen. Das kommt aber mir ganz gelegen, weil in München gibt es 3 Lego-Stores. Da bin ich schon wieder ganz wuschig. Auf jeden Fall, heute wieder tolle Gäste. Ich habe 2 Sets zur Auswahl. Da können wir dann nach dem Durchgehen 1, 2, was ihr wollt. Aber ich habe schon gehört, R2-D2, der wird es wohl sein. Den möchte ich auch bauen, weil die Figur interessiert mich. Ich hätte aber noch viel mehr. Ich habe das Medieval, hier, den Dorfplatz habe ich noch. Ich habe auch das hier noch. Ich habe jetzt die März-Star Wars-Sachen, die 5, die habe ich mir geholt. Ein paar stehen schon da hinten, seht ihr das? Hier Falken, hier Tente 4 und das andere ist, muss ich selber lümmeln. Das andere steht weiter oben. Das ist mit der Scheibe immer ein bisschen doof, müsste ich eigentlich aufmachen. Und den hier, den habe ich mir auch geholt, genau. Und dahinter steht von Mega Hot Wheels der Bone Shaker, der schwarze. Den wollte ich mir eigentlich aufheben für letzte Woche, wo der Brickklempner eigentlich zu Gast gewesen wäre. Aber ich kann euch sagen, es tut mir echt leid nochmal, Leute. Ich war so K.O. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe mit Connor telefoniert. Connor, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ich hätte sterbenskrank gestreamt, ja. Ich wollte so gerne streamen, aber ich konnte nicht aufstehen. Ich lag hier. Ich habe Schüttelfrost bekommen, ohne Ende, brutal. Also wie wenn ich irgendwie was Falsches in den Magen bekommen hätte, das war echt nicht schön. Und dann Samstag, Sonntag, Montag bin ich noch zu Hause geblieben, Dienstag bin ich dann in die Arbeit, Mittwoch, Donnerstag nach Hause und jetzt habe ich wenigstens verlängertes Wochenende, Freitag, Montag frei und kann ich mich jetzt wenigstens komplett erholen. Nächste Woche dann, das ist auch wieder cool, Montag frei, dann muss ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten. Freitag habe ich mir dann extra Urlaub genommen, weil Hans will Freitag früh schon los. Das wäre natürlich schlecht, wenn ich Freitag arbeiten müsste, deswegen Freitag gleich Urlaub genommen. Also, aber ab 8. habe ich dann eine ganze Woche Urlaub und da wird es bestimmt einen Spontanstream geben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich hoffe, der Brickklempner noch ein paar Kollegen, ich will jetzt hier nicht schon ein bisschen spoilern, ja, vielleicht Heidebricks, ich weiß es noch nicht, wir haben ja so gequatscht und so, mal gucken. Auf jeden Fall, ich hole jetzt mal meine Gäste rein, ein Teil ist schon da, ein Teil kommt später nach,
Weil ihr wisst ja, es ist Ostern, Familienzeit, Familientag. Mich freut es eh, dass überhaupt jetzt 22 Zuschauer schon da sind. Bei mir ist morgen Familientag. Morgen früh kommen dann die Kinder und die Schwester und alles. Und oh, da geht dann die Eiersuche los. Und ich krieg was Schönes von Star Wars, so Minifiguren. Ah, ich freue mich schon. Ich habe mich selber gespoilert. Naja, meine Mutti wusste nicht, was sie mir schenken soll. Sag ich, nimm das. Fertig. Und natürlich hat sie das gekauft und ich habe es entdeckt, weil der Postbote hat es dann mir in die Hand gedrückt. Mich, was ist denn das? Und ich mache natürlich alles auf. Wir sind ja eine Familie. Sie macht ja auch meine Post auf. Also mache ich ihre Post auf. Ah, dachte ich, cool, die habe ich gar nicht bestellt. Ach, du Herr hat es gesagt, Gott, das sollte ein Ostergeschenk sein. Mensch, hast jetzt die Überraschung verdorben. Nee, alles gut. Ich hole jetzt mal meine Gäste rein. Weil die warten schon, raucht der Kopf schon. Ich sehe es ja schon. Weil wenn einer keine Haare hat, da sieht man, wie der Kopf raucht. Und ihr könnt euch bestimmt denken, wenn ich dann wieder eingeladen habe. Und ich freue mich, dass er da ist. Ich freue mich immer, dass er da ist. Er hat halt nicht immer Zeit. Ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, ihr wisst ja, ich will ja ein bisschen Abwechslung reinschaffen. Der Chat, ich komme eh schon wieder nicht mehr nach. Werde ich euch dann auch noch alle begrüßen. Alles klar. Kriegen wir hin. Oh, Imprik. Ja, den muss ich auch mal einladen, den Imprik. Genau. Da kommt auch noch was. Das kriegen wir hin. Alles gut. So, ich hole jetzt mal den ersten rein. Der zweite ist auch schon da. Der hat sich aber mal kurz abgemeldet, so wie es aussah. Den hole ich dann rein, wenn er wieder da ist. Aber den ersten hole ich jetzt mal zur Bühne hinzufügen, steht da. Dann hinfüge ich mal hinzu. Was du notierst jetzt schon. Es hat der Stream noch nicht mal ordentlich begonnen und da, ich habe jetzt schon wieder einen Strich. Oder was? Was habe ich angestellt? Was habe ich falsch gemacht? Du hast gesagt, es raucht hier schon, also ich sehe ja nichts. Ja, dann dampft es halt. Also ich, wenn schwitze und rasiere mir die Haare und mache die Mütze runter, weißt du, wenn es in die Kälte dann rausgeht, das ist ein Dampf. Meine Arbeitskollegen lassen sich immer einen Schlappen. Oder mit dem Wackerstampfer, weißt du, nur so Blödsinn dreimal mir in der Arbeit. Aber ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe den Boden verdichtet, halt ein bisschen Blödsinn, Unsinn gemacht. Mein Kumpel hat ein Kurzvideo gemacht. Ich dachte mir, okay, frage ich ihn, darf ich es als Short benutzen? Ja, natürlich. Ich dachte nicht, dass das auch wieder so gut ankommt. Ihr kennt mich ja, ich alber gern rum und mache Spaß. Und das soll in der Arbeit auch so sein, nicht nur beim Hobby, ne? Ja. Jo. Und eigentlich wollte ich ja ein Bing präsentieren als der Mr. Figurenman, der Man. Der hat immer neue Ideen, der hat mir schon wieder Fotos geschickt. Leute, da zieht es euch die Zehennägel hoch. Wie geil ist das denn? Ich verrate noch nichts. Warten wir erstmal, bis derjenige kommt, oder? Ja, du wirst überrascht. Ich habe den Bonuspunkt, habe ich geschafft. Du hast es geschafft. Du weißt, was du gesagt hast. Ich habe es geschafft. Aber erst ohne, dann mit, okay? Jetzt zeigst du es mal. Ja, ist es jetzt fest integriert oder kann man es runter machen? Also wenn, dann erst mal ohne und dann mit. Weißt du? Ja, kannst du es, jetzt hast du noch Zeit. Es ist ja noch nicht da, wenn er kommt. Du kannst es ja noch probieren. Vielleicht geht es ja mal ohne und dann mit. Vergleich halt dann, was besser aussieht, was. Aber ich fand es jetzt schon cool. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, Freunde. Der Kollege, der kommt schon noch. Hoffe ich. Er hat gemeint, ja, wie gesagt, Familientreffen wird später werden. Ich halte jetzt mal den Platz frei und gut ist. Und Connor, dich sieht man. Siehst du und Connor auch im Chat? Alles gut, oder? Also Connor sieht man. Er schreibt zwar nicht so viel hier unten zum Schluss jetzt, aber ich sehe ihn. Also alles gut. Ah, da hat er doch gerade was geschrieben. Genau. Was Postgeheimnis bekommen? Hast du schon zwei Einträge? Ja, Postgeheimnis. Ja, genau. Ich wieder. So. Jetzt. Warte, lass mich mal den Chat begrüßen. Hallo. Ich gehe ja sowieso wieder den ganzen Chat durch und begrüße alle einzeln, ist klar. Ich hole jetzt meinen zweiten Gast dazu, der war auch schon eine Weile nicht mehr bei mir. Beim Hans, ja, bei mir leider nicht.
vorletzte Woche oder letzte Woche war leider gar nicht erreichbar. Ich weiß nicht warum, aber egal. Das soll mir wurscht sein. Das ist privat wahrscheinlich, keine Ahnung. Kann ich verstehen. Jeder hat ein Privatleben, ist klar. Aber ich bin froh, dass er reagiert hat. Was denn jetzt schon wieder? Du hast gesagt, er hat sich nicht gemeldet. Also kriegt er einen Eintrag. Ja, das war ja nicht böse. Das hat er ja bestimmt nicht böse. Der Hans hat auch angeschrieben, hat sich auch nicht gemeldet. Ja, ist doch wurscht. Ich bin froh, dass er jetzt da ist. Mein Gott, wir sind halt alle beschäftigt. Das ist, ja, wir haben nicht immer Zeit für YouTube. Ihr wisst doch. Nächsten Samstag sowieso nicht. Also nächstes Wochenende fällt komplett flach mit Streamen. Deswegen werde ich übernächste Woche, dann wenn ich Urlaub habe, unter der Woche mal, wahrscheinlich donnerstags, einen Spontan-Stream machen. Ja, jetzt ist es nicht mehr spontan, aber... Ich werde mich am Donnerstag spontan entscheiden, einen zu machen. Genau. Mhm. Ja, ich dachte eigentlich, du vertrittst mich, weil du hast ja gesagt, du machst den Stream für mich am Samstag. Aber das sollte ja eigentlich ein Gag sein irgendwie. Naja, ich habe ja auch geschrieben, also ich und Connor nur in der Schürze. So, nur in der Schürze. Da dachte ich, es ist offensichtlich, aber... Aber bitte nur von vorne, bitte nicht umdrehen dann. Das Maurer-Dekolleté will ich nicht sehen. So, ich hole jetzt meinen nächsten Gast rein. Freue mich auch, dass er immer da ist und mit mir rumalbert und mich immer ein bisschen vermüllt. Aber ich mag das. Ich mag das doch, ihr kennt mich. Ich mag das, wenn wir ein bisschen rumfrotzeln. Ich weiß nicht, wie man es woanders nennt. Hier, Holgers Brickspace hat es ja immer Frotzeln genannt. Connor, Frotzeln. Bei uns heißt es, ja, ansticheln, ja, rumalbern, rumblödeln. Also, da ist er, unser Mega, ja, wie soll ich sagen, unser zweiter Mega-Experte. Nee, unser Mega-Experte, wenn es um Hot Wheels geht, sagen wir es mal so. Weil da ist er wirklich die Nummer eins. Also da ist er immer am Laufenden und ich bin froh, wenn er immer Videos macht, Updates macht, was neu rauskommt, wo ich noch gar nichts weiß davon, von den Autos. Also Audi zum Beispiel, da war ich hellauf begeistert. Da ist er. Wo ist er? Wieso ist er schwarz? Hartbricks? Unten sehe ich ihn. Ah, da ist er. Der Mann mit Bart. Hat schlechten Empfang und kruschelt, guckt. So, jetzt ist die Frage, hört er uns? Bing, du siehst ihn auch so, wie ich ihn sehe, oder? Bisschen verschoben, bisschen Standbild und so. Mhm. Okay, liegt es nicht an mir. Genau, apropos, es kann durchaus passieren, dass ich kurz mal weg bin, weil mein WLAN spinnt. Nicht so wie gestern bei Let's Brick, heute ist besser. Mal gucken, ob es reagiert. Hallo. Moin. Er hat's überrissen. Ja, ja. Wir haben jetzt mal 5 Minuten gewartet. Ja. Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Guten Abend. Das war schon wieder ein Knüller. Passt. Der ist hallo, echt schon Chef. Wieder. Schön, dass du da bist. Bing, mein Freund. Junge. Ich hoffe, du hast wieder was Geiles zum Klemmen. Von Mega wahrscheinlich. Nee. Dann war schön mit dir. War schön mit dir. Ja, mach's gut, bis nächstes Mal. Wiedersehen. Nee, alles gut. Nee, ich habe ein Stuntset von Mega habe ich zwar oben liegen. Ich wollte es eben noch mit runternehmen, aber dachte ich mir, nee, ich bin ja gerade im Popotrol-Fieber. Ganz, ist ganz, ganz Mega. Groß. Oder? Nee, leider nicht. Ist von Sembo. Und da habe ich jetzt ja hier schon mal hier die Burg gebaut. Weil die sind ja jetzt Ritter geworden. Und da habe ich jetzt hier vom Paw Patrol die Burg. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier die Fahrzeuge zusammenzubauen. Da gehen Kinderherzen höher auf, glaubst du mir. Also Paw Patrol. Ja, auf jeden Fall. Mit Pullback-Motor. Selbst ich kenne Paw Patrol. Und meiner ist ja hier, ne? Der Rubble, ne? Das ist ja mein Kumpel, ne? Einfach so geil, ja, ne? Ja, genau. Ja, also. ist ja mein so Typ, ne? Er hat auch so schöne Augen wie du. Ja, genau. Und heute ist ein Paket gekommen. Oh.
ein Überraschungspaket. Von wem weißt du nicht, oder? Doch, ich weiß ja von mir, ich habe es ja bestellt. Aber es ist ja eine Überraschung für euch. Dann ist es doch keine Überraschung. Achso, für uns. Für mich, okay. Für euch schon. Dann, weil hier dann. Drin ist nämlich der Pokal für die Brocken Bricks WM. Oh, warten wir aber noch ein bisschen, oder? Ja, bisschen. Wir müssen ja nicht gleich alles hier pulvern am Anfang. Ja. Ja, nee. Ne? Aber ich wollte schon mal ein bisschen, dass die Leute auch dranbleiben, ne? Ist ein geiler Pokal geworden. Also, und was heißt ja das? Denkst du, die Leute hauen ab bei mir, oder was? Nein, ach, bei dir doch nicht. Nee, Quatsch. Wir haben immer, ihr wisst ja, wir planen nie vor und denken, aber ich finde es cool, dass Herzi mal hier was Spannendes jetzt hat, freue ich mich auch drauf. Aber ja, ich dachte mal ein bisschen Abwechslung. Ja, nee, passt, ne? alles gut. Ist mal was anderes. Sowas hatte ich auch noch nie. Aber seid gespannt, das machen wir später. Das machen wir später. Das sehen wir uns noch auf. Lege ich hier beiseite, kommt nicht weg. Also bevor ich jetzt aufschmeiße, zeigst du es nochmal. Genau, bevor ich abhaue, dann mache ich das schnell auf. Dann haben wir es hinter uns. Genau. Und ich habe jetzt ja schon die Brocken Bricks WM, die läuft ja schon. Und die ersten drei Rennen sind schon gelaufen. Und ich bin total fertig, ne? Das ist echt der Hammer. Ich habe da so spektakuläre Unfälle dabei. Ja. Ich meine, denjenigen, den es betrifft, es tut mir natürlich in der Seele weh, ne? Dass er dann ausgeschieden ist dadurch. Aber es ist halt das Schicksal, ne? Du bist ja leider nicht dabei. Ich habe zu, sorry, aber ich habe für das, ich wäre gern dabei gewesen, aber ich habe einfach zu wenig, ich habe zu viel um die Ohren, ich habe zu wenig Zeit einfach. Ich bin froh, ja, frag wenn mich ich, mal. Ich bin wirklich froh, wenn ich den Stream in Ruhe hinbekomme. Ich war heute den ganzen Tag im Garten draußen, Rasenmähen arbeiten und jetzt von einer Stunde bin ich erst dann rein, weißt du, und Ding. Und das ist immer so kurz vor knapp und dann das noch und das noch und das sollte ich noch machen. Nee, ja. Hör mal auf. Das ja, ich war heute in Hildesheim auf der Steinemesse. Bin den ganzen Tag da rumgerannt mit meinen zwei Süßen. Und dann hatte die eine, die Große hatte noch ihre Freundin mitgehabt und dann, ja, komm mit, komm. Und dann sind wir den ganzen Tag rumgerannt. Und dann habe ich die Karten bezahlt, bin dann in dieses Foyer reingekommen und da war ich dann 2 Stunden. Ich bin 2 Stunden später erst in die Messe reingekommen. Weil so viele Leute dann ankamen, ach du hier und oh, ich habe ja, dass ich dich endlich mal persönlich kennenlerne und ja. So, ja. Also, genau. Der absolute Kracher war das, ja. Auf das und dann bin meine ich Kinder auch dann schon, wann können wir denn endlich rein? Ja, geht ihr schon mal rein? Papa braucht hier noch einen Moment, ja. Und dann kam der Nächste dazu und dann Bloxy war auch noch da, dann der Steinfluencer war da, Doc Tom war noch da und Ino war auch noch da, den haben wir dann auch noch getroffen. Mega. Ey, sowas von. Ja. So was von. Ja. Deswegen möchte ich ja auch mal in irgendeine Messe und mal die Leute kennenlernen. Weil ich denke mal, zum Rumrennen werde ich nicht stark kommen. Ja, vielleicht dann mal eine Runde drehen, angucken. Aber mir ging es ja dann, also mir wird es ja dann darum gehen, die Leute wirklich kennenzulernen mal. Ja, das natürlich. Das. Deswegen, ich freue mich aufs Brickshaus. Da wird es wirklich bestimmt geil werden. Ja, ja. Ich habe auch extra hier heute mein T-Shirt an hier, ne? Brockenkrebs WM. Ne? Bin extra heute mit rumgerannt. Meine Kinder haben auch extra. Ich will aber auch. Ja, gut, alles klar. Kriegt ihr Kinder auch noch ein T-Shirt? Und dann sind sie da rumgerannt und dann kam hier Klotzki kam dann an und dann: Du bist doch die Tochter von Hartwig. Ja, woher weißt du das? Ja, dein T-Shirt hat dich verraten. Ja, der Olli Klotzki, das ist schon. Das ist ja, schon ja, das war schon cool. Er ist ein lustiger Typ, ja. So, jetzt will ich aber mal den Chat begrüßen, weil ich bin schon wieder. Ja, mach das mal hier. Die werden so schon dermaßen nach, so dermaßen hinten nach. Big Daddy, du bist Erster. Servus, freut mich. Oder natürlich wieder Mümpfe. Mike's bunte Steinchenwelt. Er hieß Mike's Brick Time. Matze, Keule, servus. Freut mich, dass das Paket wirklich gut angekommen ist. Connor Bro, Salzen Bro, bei denen heißt es ja Salzen, Servus. Bei mir heißt Salzen, Würzen, Wolle Pfeffer, Würzen. Aber Salzen Bro heißt es, ne? Hier, Briccarino, auch kurz Zeit, schön, freut mich.
Dann haben wir noch, oh Gott, die schreiben alle so viel. Calimero ist auch da. Dann kann Raftsein nicht weit weg sein. Den habe ich auch schon gelesen. Ja, da ist er doch. Skull. Raftsan, Servus. So, ich gehe heute mal ein bisschen schneller durch. Micha Gräb. Na? Beowulf wieder. Ja, aber jetzt, wo Markus stecken geblieben ist, können wir es ihm ja noch schnell hinten nachsagen. Also so Stars wie wir kommen halt nicht rein, weil wir Hände schütteln müssen, aber er kann halt mal zwei Runden gehen und dann... Ja, genau, ja. Wir hängen dann im Foyer noch fest und dann hat er schon alles gesehen. Naja, sollen wir für ihn weitermachen? Wo ist er stehen geblieben? Ja, wir übernehmen das jetzt hier. Hallo Beowulf, ich begrüße dich. Connor, hallo. Ingo, Matze, Bruder, Connor, such dir ein Hobby. Such dir ein Hobby. Thomas Wolf Mike of Brick Street. Nochmal Connor Hodder. Imbrick. Wolf of Brick Street. Such dir ein Hobby, Klemmbausteine. Jawohl. Mini Break, hi. Wie war's Klemmbausteine? Was? Der hat 100er Abos gekriegt hier? Gibt's doch gar nicht. Schiebung. Schiebung. Raftsan, hey. Junge, ich freue mich schon, dich wiederzusehen. Na guck, Klemmbaustherapie ist auch schon da, hi. Ja. Und Markus ist auch im Chat. Hi. Hallo Matze. Begrüße dich. Ah ja, Torresch ist auch da. Hi. Jo. Und dann. Brickman, Little Brickman. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Ich glaube auch. Wir sind ja Profis, wir brauchen nicht eine halbe Stunde. Ja, wir brauchen ja nicht so lange, genau. Wir sind da schnell durch. Doch. Und ach, das kommt er ja wieder. Ja, das habe ich gemeint. Das kann passieren, dass ab und zu mal das WLAN abkackt und dann bin ich weg und dann komme ich kurz wieder rein. So eine Scheiße. Dass ich, du bist aber auch leiser geworden, Markus. Was bin ich geworden? Du bist leiser. Leiser? Ja. Vorhin warst du lauter. Das kann man ändern. Da muss ich mal gucken. Ah ja. Ja, ich weiß schon, warum. Hey! Er kann sprechen, besser. Ich höre ihn. Jetzt ist besser. Ja, aber ich muss ja immer wieder alles neu einstellen, dann weil ich gehe automatisch wieder... Was ist das denn für ein Shit? Ja, das ist... ich habe schon so oft bei der Telekom angerufen, ja, am Kabel liegt es nicht. Da sage ich, verdammt, aber irgendwas muss es ja liegen. Das gibt's doch nicht. Ja. Michael Greb, genau. Was haben wir noch? Beowulf? Servus, such dir also wir hatten, wir haben alle durch, aber mach mal weiter. Ja, ich mach nochmal. Dirk Rademacher habe ich gesehen. Servus, Matze King, Thomas Maikötter. Ich hoffe, ich habe. Weil ich kann jetzt nicht mehr bis nach oben scrollen, weil die ganzen Nachrichten von Anfang an sind. Ja. Also wen ihr vergessen habt, schreibt nochmal Hallo rein, damit wir das nochmal sehen. Ja. Genau. Imbrick, genau, Servus, Wolf of Brick Street, Servus, Bio habe ich schon, genau. Wie gesagt, der Grademacher, Servus, den habe ich auch noch gesehen, den habe ich noch im Kopf. Xadinia, hi. Oh, ja, die haben wir nicht gesehen. Minibrick, Servus. Oh, Minibrick, ja. Ja, genau. Ja, das ist schade, weil das ist jetzt, da fehlen einige. Biebers Klemmstube, Servus. Ah, das ist wieder bitter. Da kann ich mir wieder was anhören. Brickman, genau. Den habe ich gesehen. Den habe ich noch gesehen. Ah, Klemmbautherapie. Frank, Servus. Herzlichen Glückwunsch zum 100er Abo, Junge. Genau. Hast du verdient. Das wollten wir auch noch machen. Vielleicht kommt er ja noch rein, dann kann man persönlich gratulieren. Aber ansonsten schöne Feier noch. Vielleicht bis später.
Ich hoffe, der kommt noch. Doreisch, auch. Servus, freut mich. So, was habe ich noch? Was habe ich noch? Hä? Was hat das denn jetzt mit Liza Minnelli und Niki Lauda zu tun? Wer denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist ein Wortspiel. Biowolf. Ist ein Wortspiel, ach so. Mhm. Ja, Niki Lauda wahrscheinlich wegen den Ohren. Weil ja, das wurde ja in dem einen, hier, bei dem Sauflied da. Ballermann-Song, jetzt verstehe ich es auch, ja. Hat ein bisschen gedauert. Genau, ja, 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 ist klar. Jetzt habe ich, ja, Beowulf. Ja, ja. Das ist Bio. Ich finde das jetzt schade, ja, dass der Streamer mir die ganzen Nachrichten da verkackt hier. Du, jetzt kommen wir nochmal zurück. Du hattest mich ja angeschrieben letztens, wo ich ja nicht geantwortet habe. Das habe ich A, erst viel zu spät gesehen, erst in der Woche. Zweitens hatte meine Frau Geburtstag. Wir hatten die Kinder alle verkauft. Ja, und wir waren außerhalb. Weißt du? Und das war so toll. Wir sind morgens zum Frühstücken gefahren. Wir waren dann, sind dann noch essen gefahren und alles. Das ist sehr herrlich. Meine Kinder sind toll. Also alle vier. Also, ne? Nichts gegen meine Kinder, aber ist mal was anderes gewesen. Ja? Nachricht habe ich doch auch schon gelesen, ja, aber wie gesagt, da fehlen Haufen und ich kann jetzt nicht mehr gucken. Ich kann jetzt nicht mehr gucken, wer am Anfang Briccarino. Ja, wen wir vergessen haben, schreibt nochmal ein Hallo rein, damit ihr dann nochmal begrüßt werdet. Kommt. Auf jeden Fall. Genau, Dirk Rademacher, genau. Der Dino-Bauer sehe ich hier. Hallo. Hi. Ghost, genau, Ghostface. Servus. Aha, den habe ich auch noch. Ghostface. Servus, freut mich. Auf dem WhatsApp, auf YouTube, auf dem Handy, da ist besser. Ghostface, genau. Dino Baurier. Servus. Ja. Ich kann Ghostface leider nicht einblenden, weil er nicht mehr in der Liste ist, aber auf dem Handy schon. Hallo Mü, hallo Mümpfe, hallo Chat, genau. Ansonsten, Big Daddy schreibt schon eins, ja. Thomas Maikötter, Ingo Lau, auch Servus, Ingo Lau. Jawohl, der Ingo. Hallo. Thomas Maikötter habe ich ja auch schon begrüßt, trotzdem nochmal Servus, freut mich. Genau, Imprig, moin, genau. Habe ich nicht übersehen, Mats? Nein, die haben wir nicht übersehen. Ja. Die hat er eingeblendet noch. Bevor genau, er dann stumm wurde. Nee, Hodo habe ich nicht vergessen. Hodo habe ich ganz am Anfang, weil der Hodo der Zweite war. Trotzdem, Hodo, Mümpfe, Servus. Matze King, YouTube-Kanal, Servus, freut mich. Hat auch schon über 100 Abos. Läuft sehr gut für ihn. Freut mich echt. Ich habe jetzt mittlerweile auch 275 Abos. Es geht langsam voran, aber es geht, ja. Freut mich, weil 500 Abos habe ich ja gesagt, werde ich ja wahrscheinlich dann, eigentlich wollte ich es bei 1000 Abos machen, aber vielleicht bei 500 werde ich dann mal auch ein kleines Gewinnspiel machen. Und ihr wisst, was klein ist bei mir, das sind große Sets und zwar die gebrauchten von mir, ja, aber die stehen ja eh, werde ich da nur einmal gebaut und die zerlege ich dann wieder in die Originaltüten noch Bauernschritten zurück, und dann bekommt das irgendwie neu. Und wie gesagt, das war ja mal ein kleines Gewinnspiel halt dann. Dann gibt es ein geiles Set. Oder geiles Set, drei Plätze, dann irgendwie sowas. Als kleines Dankeschön. Ne? Wie gesagt, ich bin ja mit YouTube. YouTube ist ja für mich auch nur ein Hobby. Aber trotzdem, ist ja für euch dann gedacht. Dass ihr mir. Wie abwertend das klingt, ne? Ach, YouTube ist nur ein Hobby für mich. Ja, es soll ja auch abwerten sein, weil Hobby ist ja nur Hobby ist ja nur YouTube für mich. Nee, YouTube ist ja nur ein Hobby für mich. Ihr seid mir wichtig, weißt du, das YouTube Geld verdienen, das geht mir, das juckt mir überhaupt nicht. Null. Junge, Junge, da hast du aber nochmal ganz knapp die Kurve gekriegt, Junge. So, wieso denn? Was denn? Aber hier, so, ja. Nee, ich meine nicht YouTube mit euch damit, sondern ich meine YouTube. Ja. Abonnentenzahlen und hier. Geht weiter, es wird immer besser. Mitgliedschaft.
Nee, der versteht ihm die Sprache. Ja, der ist er so sprachlos. wie. Ja. Hier guckst du hier. Ist das nicht cool? Mit dem Helm drauf? Mein Neffe würde es lieben. Ja, was meinst du, was bei mir oben los ist? Wann Ja. kriegen wir das? Mit Pullback-Motor total der Wahnsinn hier. Hui! Da hat die Spaß dran. So. Wen wollen wir nächstes machen hier? Wer ist das hier? Hier den Feuerwehrmann oder hier die, keine Ahnung, wie die heißt. Wie heißt die, die hier, das Mädchen dabei ist? Kann das mal einer schreiben im Chat? Ja, du kannst immer noch teilnehmen. Ich warte auf deine Teilnehme, Beowulf. Es sind noch 11 Autos frei. Halte dich ran. Kurz was essen, was soll denn das heißen? Da lässt man sich Zeit, das muss man genießen, Junge. Lass dir Zeit beim Essen. Das ist nicht so hier. Und tschüss. Das ist auch ungesund. Ja, eben, das ist so zu schnell essen ist wirklich ungesund. Kannst du Professor Hastig fragen. Das würde ich nicht sagen, Biowohl. Sag das nicht. Da sind doch spitzenmäßige Rennautos dabei. Glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Game of Little Treasures. Oh, Hi. der Andi. Hallo Andi, mein Kumpel. Mein Best Friend. Ja, Hameln war schon. Hildesheim, Junge. Hildesheim. Deine Welt in Hildesheim war das. Der war Dan aus super. Little Treasure, Servus. Also, ich werde noch wahnsinnig. Die Telekom, die hat es dieses Mal. Also, das geht überhaupt nicht. Solche Probleme hatte ich noch nie. Die ganze Zeit über monatelang ging es. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, was da los ist. Unten haben sie ein neues Gebäude hingebaut und vielleicht haben sie hier jetzt die Ja, da hat Anschlüsse bestimmt so gemacht. ein Baggerfahrer bestimmt die Leitung getroffen. Kann Ja, ich mir irgend wetten. so ein Arsch, Ja, ja, so ein so ein Trottel da. beschissener Bauer, ja. Also Ja. wie gesagt, Dan, Servus. Oh, jetzt ist nochmal ein Gast dazugekommen. Das freut mich, weil wenn ich Was? wieder rausfliege, dann seid ihr wenigstens zu dritt und nicht Das ist mehr. gut. Alle drei zusammen. So, Altroi, genau. Sonst habe ich jetzt den Doraisch, ja, habe ich auch schon begrüßt, trotzdem, Servus. Servus. Ja, doch, ja. War Ah, jetzt witzig. habe ich. Jedes Ghostface, genau. Oh ja. Ghostface. Genau. Jetzt haben wir aber alle. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle. So, und ich hole jetzt meinen nächsten Gast rein. Hallo, mein Freund. Der, wie gesagt, Bahnleitungen macht er auch toll. Der hat zwei Kanäle. Ich finde es genial. Weil ich dann immer auch sehe, was bei Himmeln und Hello so alles los ist. Ja. Warte mal, ich hole ihn rein. Nee. Guck mal, was er Bla macht. bla 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 bla. Und dann muss Bla er wieder draußen. bla 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 bla. Der Holger. Hallo an Yes. alle, an Sei meinen gegrüßt. Mitstreamer, an den Chat. Schön, dass ihr auf mich Holger, gewartet habt. Servus. Wir haben auf dich gewartet. Wieso denn das? Also, wie Ich sehe, habt ihr noch nichts gemacht? stream doch schon seit 21 Uhr. Ich warte doch jetzt hier nicht eine halbe Stunde auf dich. Stimmt, Vega. Nee, schön, dass du Zeit hast, schön, dass du reinkommst. Du hast ja gesagt, es dauert ein bisschen, ist ja kein Thema. Ihr wisst ja bei mir, also ich weiß nicht, wo solche Gerüchte immer herkommen, weißt du? Ich höre es immer. Ja, du musst 3 Stunden, aber wenn ich in einem Stream bin, muss ich die komplett von Anfang bis Ende durchhalten. Das ist doch Quatsch. Wenn ich streame, dann fange ich an. Ja, ich muss 3 Stunden da bleiben, weil es ja mein Stream ist. Aber was ihr macht, das ist ja eure Sache. Wenn ihr nur eine Stunde hier drin bleibt, dann ist es mir auch egal. Das ist ja Das eure sagst du Sache. jetzt erst. Ja, der Knebelvertrag existiert nicht mehr, Holger. Den habe ich. Also Bing, die Zeit läuft, ne?
zerrissen. Stunde hat er gesagt. Ja, ihr könnt 2 Stunden bleiben, ihr könnt auch 5 Stunden bleiben. Ich bin zwar dann draußen und schlafe. Ja, Timer gesetzt. Ja. Ja, ist gut, ist gut. Muss aber Sommerzeit, ne? Nee, ist noch nicht. Nee, ist noch nicht. Kennst du auch, ne? Was der Bodensee Oberstdrucker? Ihr Kapselheber. Austrian Wickfan, oder was? Ja. Den will ich auch mal kennenlernen. Ja. Holger ist eine coole Socke. Ja, der ist schon ich cool. habe ihn mal in seinem Livestream kennengelernt. Da haben wir mal gequatscht, da habe ich seine Frau ein bisschen immer geärgert. Ich habe mit dem Schnitzel gegessen. Ja, Junge. Also lange ich war mit dem Schnitzel essen. Solange ihr euch die Schnitzel nicht um die Ohren gehauen habt, alles gut. Nein. Was hast du? Das war ein schlechtes Schnitzel, aber gut. Ich sag, und ich hab's gesehen. Er hat's gesehen, er kann's bezeugen, genau. Du hast beim Essen zugesehen, oder hast nicht selber eins gesehen. Der war Schiedsrichter. Ich guck doch nicht ein beim Essen zu, weil da kriege ich ja selber Kohldampf, das ist doch kacke. Ne, das heißt ja nicht, dass er nichts gegessen hat. Mhm. Was, Olli, wie war es denn in Hülse? Ja, spitzenmäßig, Andi. Das war der Knüller. Ich war 2 Stunden im Foyer. Ich hatte ja die Kinder mit, die haben dann genervt. Papa, ja, dann sag ich, geht ihr schon mal rein. Papa, braucht ihr noch ein bisschen. Dann kam einer noch dazu und noch einer und dann Hände schütteln und dass ich dich endlich persönlich kennenlernen darf und alles. Und das war der absolute, der Flash-Wahnsinn. Und guck mal hier, ich habe hier, das Paket ist heute gekommen. Andi, das machen wir nachher auf. Da ist der Pokal drin von der Brockenbricks-WM. Also, sei gespannt. Beowulf, du hast ja deinen österreichischen Holger und ich habe meinen deutschen Holger. Also, dann nimm du deinen Austrian-Brick-Fan, ich nehme meinen Holgi hier und passt schon, alles gut. Was schreibt er? Dann kommt er wieder, Holger. Ich glaube, Karlsruhe muss mal beim Bio vorbeikommen. Ja, ich würde sagen, ja, es wird aber nur einer, ich glaube mir, einer reicht, Connor. Bio ist ruckzuck weg, das muss ich ja klatsch, klatsch und weg. Das ist Schnippel die, Babbel die, Zupf. Ja, es werden eigentlich schon beide hin. Wir wollen ja beide den gleichen Spaß haben. Die ganzen Fans, ja genau. Ja, weltbekannt. Wir sind ja alle schon weltbekannt. Riesen-YouTuber. Ja, und Autogramm musste ich heute geben. Ich wurde um ein Autogramm gebeten. Der Knüller, Junge. Oh! Ja, also auf einer Rechnung. Mir hat es auch schon geheißen, ich habe Fans. Sag ich, wo habe ich denn Fans? Sind Klemmfreunde für mich. Ihr seid Freunde, ich alber rum mit euch. Ich will doch hier Autogramme. Was denn, soll ich noch einen Check ausfüllen oder was? Soll ich noch einen Check unterschreiben? Nee, wir sind Freunde, zack, boom. Also ich bin es nicht, ich bin sowas nicht gewohnt, ich kenne das nicht. Also so Fan und Ding, das ist nicht meine Welt. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ja, es ist ein sehr komisches Gefühl, also anders. Ja. Wenn da jemand so hinkommt, den du noch nie gesehen hast. Wieso ist das Art Deutscher? Kann ich mal, kannst du dich immer ganz schreien hier? Der ist doch zugezogener, oder? Also Deutscher, aber wohnt in Österreich. In seiner Frau, oder? Ja, Connor, da hast du vollkommen recht, Junge. Da hast du recht. Ja, Panamaker ist auch was eingemeindet. Definitiv, definitiv. Ja, prominent. Was bin ich denn dann? Ein Y-Promi? Markus hängt schon wieder. Ich glaube, wir sind schon in der X-Liga, oder? So X-Promis. Echt? X-Promi? Ja, cool. Lass ich mir ein T-Shirt von drucken. Hallo, Ino! Ino. Ach, Ino, ja. Wir haben uns ja auch vorhin gesehen. Bist auch wieder zu Hause. Gut angekommen, Junge? Ja? Klasse. Jetzt sind nur noch die Stars im Stream. Jetzt ist es ja, gemütlich, ja. Oder? Also. Oh, herrlich.
Ja! Zurücklehnen und genießen. Eigentlich könnte man den Pokal schon mal schnell auspacken, bevor er wieder da ist. Ne? Dann hat er ihn nicht gesehen. Muss er sich seinen Stream selber nochmal angucken. Ja, verrückte Zeiten. Hast du ja, recht. Mini-Blödsinn, was denn sonst? Du stellst Fragen, meine Güte. Ja, ich habe hier von Paw Patrol habe ich hier die Ritterburg habe ich. Die habe ich jetzt hier schon fertig mit den Fähnchen hier. Da bin ich gerade an den Fahrzeugen am Bauen. Ich kann auch noch mal den Karton hochhalten. Da liegt hier auch noch Rum und Cognac. Das ist der hier. Lizenz Paw Patrol. Mit den ganzen Autos hier. Mit den Autos, da die Autos baue ich gerade noch zusammen. Und wenn ich das dann gleich fertig habe, fange ich dann an mit dem Dschungel-Set, was ich auch habe. Ja, das baue ich dann nachher noch. Ja, ich habe ja was angefangen, mal gucken. Ja, das kann ich auch gut anfangen. Jetzt ist es kaputt. Ob Bonner oder für Markus schon mit dem was anfangen können. Jetzt ist es kaputt. Was denn? Meine Burg ist gerade kaputt gegangen. Ich habe jetzt bin ich mit dem Handy drin. Jetzt mal gucken, weil ich habe die Faxen dick. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Ja, du bist verpixelt etwas. Echt? Ja, weil die Verbindung ist hier nicht so rosig. Also das ist, naja, die ist nicht so krass. Muss ich mal gucken, muss Handy wohin legen, was besser wird. Was? Keine rosige Verbindung? Ach, Mensch. Ach, jetzt ist ganz kaputt. Egal. Tippermann. Hallo Tippermann. Micha, welches meinst du denn? Das erste das oder das zweite Set? Die Burg oder das andere? Mal schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Was haben wir denn jetzt hier noch? Also ich bin jetzt gerade enttäuscht, also selbst Connor hat noch nicht aufgeschrieben, was ich baue. Die Burg. Tipperman auch, servus, freue mich. Ich glaube, man sieht es bei Markus im Hintergrund. Was? Na, nix. Ihr habt dich schon gehört. Hab ich echt Holger? Also jetzt habe ich ja lang genug gespoilert. Um was geht's denn überhaupt? Ich war jetzt draußen, jetzt bin ich drin und ihr quatscht einfach irgendwas. Du bist gleich so wie vorher. Ja, das ist halt, wenn man außen vor ist. Ich hab euch gewarnt, momentan spinnt mein Internet so dermaßen, dass das geht in keine Kuhhaut. Das ist nicht mehr schön. Und wenn ich mit dem Handy dann reingehen muss, mit dem Hotspot, dann fragst du dich eh schon. Ja, Ino, 100 Pro. Bist du heute schon an mir vorbeimarschiert und hast mich nicht erkannt? Lars Nudeln. War ja auch so geplant. Ja, Tippermann. Ja, es war mir eine Ehre, Junge. Es war mir eine Ehre. Ja. Also, ich finde das geil mit den Bannern. Das habe ich jetzt auch gefunden. Ich bin schon enttäuscht von dir. Also, jetzt habe ich zweimal gespoilert und noch kein Aufschrei. Ihr seht jetzt richtige Spielverderber. Sollen wir schon mal einen Eintrag machen im Klassenbuch? Ja. Ja, mach schon mal. Mach mal. Gar nicht. Na, Connor. Oder war heute da? Ja.
Was? Hm. Der Chat macht auch, was er will. Der Chat macht auch immer, was er will. Da hat sich nie was geändert, Ino. Bin ich eigentlich jetzt gut zu hören? Also passt es jetzt einigermaßen? Ich habe jetzt mein Handy ganz oben ans Fenster getan. Ja, stimmt es auch wieder. Weil sonst, ich habe jetzt keine Lust mehr, jedes Mal das LAN-Kabel rausstecken, reinstecken, rausstecken. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, das Handy ist jetzt da oben. Ich habe ja eine Flatrate, ich kann ja unbegrenzt surfen. Also, ja, Echo habe ich auch gehört. Irgendeiner, ein leichtes Echo hat man. Ich habe festgestellt, der, wo das Echo hat, bei dem hört man es nicht doppelt. Also bei Bing habe ich es doppelt gehört, bei mir hört man es doppelt. Hallo Echo! Hallo Otto! Hallo Otto! Auch doppelt. Jetzt ist der Hazi dran. Warte mal, sag du mal was, Hatz. Ja, ich weiß. Du musst auch. Und abgedreht. Ja. Die Steine sollen mit dir sein auf all deinen Wegen. Mein Dank soll dir ewig nachschleichen, dich nie erreichen. Und du, Bing? Ich habe sicher kein Echo. Warum auch? Noch? Bei dir hört man auch sehr. Also alle drei haben Echo. Wenn, dann liegt es mal Hazi, dass man Echo hat. Da muss der Hazi irgendwie was einschalten, wo man doppelt hört. Ja. Ja, er hat zwei Sachen auf die Ohren gekriegt, deswegen doppelt. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nicht schlimm, aber die im Chat haben es gehört. Man hört es. Also, da auch Conor McLeod am Schlafen ist. Aber mich stört es nicht. Also. Das ist das Doofe dann, jetzt kann ich am Handy nicht mehr gucken. Aha, was baut er denn da Schönes? Aha. Es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Schauen Sie woanders hin. Ich muss schon mit dem Zahnarzt. Kieferprothese ist gebrochen. Oh. Was? Ich muss schon mal verraten, es gibt ein oder zwei Überraschungsteilnehmer bei der Broken Bricks. Mm. Micha, ja, ich habe es rausgesucht. Das waren 39 Euro, hat die Burg gekostet. Ich versuch's, Mike. Ich versuch's. Also gut, Leute. Fangen wir mal an. Was habt ihr was zum Bauen dabei oder was macht er denn oder was tut er? Ich weiß, der Bing hat wieder einen Haufen Figuren zum Zeigen. Da müssen wir aber noch auf den speziellen Gast warten. Vielleicht kommt er ja noch mal schauen. Olgi, hast du ein Sättchen? Guten Morgen, Herr Müller. Also, ich nehme mal an, ja. Nachdem der Connor jetzt nach mehreren Anläufen es schon kapiert hat. Ja, hier. Ne? Hier endlich. Ich kann das endlich. Okay. Nazi braucht sein. Der bei Markus Müsse jetzt die zwei Gehirnzellen aufgetaut. Na gut. Okay, es war nur eine. Nazi baut ja seine. Meine Fahrzeuge von der Paw Patrol. Paw Patrol, genau. Ich vergesse immer. Genau. Paw Patrol. Paw. Sky. Sky heißt und der Bing? Sky kommt jetzt. Ich werde dann Alter, hier ein bisschen. Was der jetzt? Ah, ja. Ja, die geheime Basis. Mehr sage ich nicht, weil das soll euch der Bing dann erklären. Da halte ich mich raus. Das. Was? Sie kommen, das täuscht ihn. Sie kommen einfach nicht über an. Moderation und begrüßen ihn raus. Nein, wie denn auch?
Ihr seid ja alle so toll und schreibt immer so viel und da können wir schön rumalbern und Spaß haben, das passt schon. Das ist. Echos sind echt schlimm, ja, aber nicht die, die gehen eigentlich, das hört man kaum. Wieder da. Mich stört es jetzt nicht. Stört es jemand aus dem Chat? Also, ich bitte dich. Also, mich stört es nicht, weil ich höre es ja nicht. Naja, weil es ja an dich liegt, an dir liegt. An mir liegt. Ja, ja. Ja, ist aber wirklich so. An dem, es liegt ja, aber ich meine, mehr. Pass auf. Wenn ich ein Echo produziere, ist das doch schön. Dann haben die Fans gleich doppelt was von mir, Junge. Ja, natürlich. Stimmt, stimmt. Ja, das hat ja, was. Ja, muss man auch so sehen. Nee, also hat sie gleich mal vorweg. Mich stört es nicht, das Echo, weil es hört man fast gar nicht. Man hört es nur minimal. Wenn es ein lautes Echo wäre, okay, da könnte man drüber streiten, aber das ist minimal. Das ist ein Pups. Ja, Matze, es sind noch Fahrzeuge frei. 11, glaube ich, waren es noch. Also beeil dich, nachdem ich heute auch in Hildesheim so eine Werbeaktion durchgeführt habe, kann das schnell sein, dass alle ausverkauft werden. Also halt dich ran, Junge. Mach alles gleich. Hallo Ben Briggs, hast du den auch getroffen? Hey, oder was? Ja, na klar, Ben habe ich auch getroffen, natürlich. Mann. Hallo Ben Briggs. Na klar. Wir waren auch noch Döner essen. Ja, ja, Döner Junge. Macht schöner, ne? Ja, auf jeden Fall, sieht man doch, oder? Ja, du hast schönere Haare, also ein schöner Bart. Ja, bisschen. Ja, das ist ganz gut für den Bart, also. Es ist ja, Süße. So. Süße Stein war auch da und Frau Leinestein war auch da. Oh, ja. Meine Fresse. Und ich war nicht da. Mann, du warst nicht da. Wie soll ich dir das denn schicken, die Liste? Soll ich sie dir über Discord schicken oder per E-Mail? Wie hättest du es denn gerne? Sag, schreib nochmal. Wie gesagt, Freunde, nächstes Jahr bin ich wieder mobil. Und wenn einer sagt, hier, in 2 Tagen ist das und das, am Wochenende halt nur. Sag ich, okay, ich komme, dann fahre ich. Mir wurscht 500, 600 Kilometer. Scheißegal. Habt ihr gehört, Chat? Aufpassen, hinter die Ohren schreiben, wir nageln ihn darauf fest. Jetzt hat das hier offen zugegeben, das ist ein absolutes Versprechen. Ja, Moment. Ja, nein. Komm her. Es wird nicht zurückgerudert. Nein, nein. 500, 600 Kilometer hat er gesagt. Es geht nur darum, ich streame ja Samstag. Also. Müsste ich wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aus dem Auto raus, auf eine Nachhausefahrt. Was? Du hast ja unendlich Internet, hast du gesagt. Hey, machst du schöne Handyhalterung, Stream schön auf der Autobahn. Ja, Chat, wie geht's dir? Ah, warte, ich überhole den LKW nochmal hinter. Ah, jetzt bin ich wieder da. Das wäre auch eine Idee. Das wäre doch geil. Ja, eben. Mal was genau, ganz anderes. Neues Format. Zu Gast nehmen wir meine Mutti. Genau. Alles klar, Andy. Schicke ich dir nachher per Mail dann, wenn ich soweit bin. Hier. Also gut, Leute. Da er ja sowieso schon abgestimmt hat, ich baue jetzt einfach hier den D2R2. Ich habe zwar schon den einen, also den ersten. Es gibt ja zwei insgesamt. Zwei große UCS. Ich habe den ersten, den habe ich geschenkt bekommen. Den werde ich aber nicht hergeben, weil den hat meine Mutti in Beschlag genommen, weil die ja Star Wars-Fan ist. Und der ist für mich. Ja, meine Mutti ist Star Wars-Fan. Du hast echt eine coole Mutti, Junge. Ich habe eine abgefahrene Mutti. Ich bin, ja. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Hatzi, ich hoffe, ich kriege sie irgendwann mal vor der Kamera. Also vor die Kamera, also ich hoffe, ich schaff's mal. Sie hat gesagt, ja, wenn sie mal Lust hat, also die muss wirklich Lust und Bock haben. Heute war's wieder Stress. Ich bin dann dabei, dann kommt die schon alleine runter, Junge. Also ich kann schon sagen, dass du dabei bist, aber ein Foto darf ich hier nicht geben von dir, weil dann kriegt sie, glaube ich, Angst. Die steht nicht so auf Mann mit Bart. Noch nicht. Ah, guck doch nicht so böse, Mensch. Ist doch nur hier erhol dich. Soll doch... Bing, hier, kannst du mir mal eben das Messer aus dem Rücken wieder rausziehen? Boah, das war doch nur so ein kleiner Ritzel. Also kleiner, ja. Das war ja,
war ja nur so ein kleines Messerchen, genau. Ja, ja, war nur das kleine Messer. Klein ist immer relativ. Du bist ein großer Mann, von den Leuten manchmal ein bisschen Angst und Respekt haben. Oder nicht? Du, ich stand vorhin neben Bloxy, ne? Und ich kam mir so klein vor, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weißt du, was ich für eine Genickstarre gekriegt habe, weil ich mich mit dem unterhalten habe? Ja, der ist so groß. Ja, kann ich nachvollziehen. Der ist ein Riese, ist das. Ich bin 1,85, das gibt's doch nicht. Hallo? Das war ein Riese für mich. Ist der 2 Meter groß? Ist groß, das stimmt. Ja. Hallo, was? Hallo, meine Tippe von ein echter Mann. Ja. Ich habe ja, aber die Frage ist, welchen? 3-Tages-Bart oder so einen richtigen? Voll. Das ist jetzt die gute Frage. Manche mögen es, manche nicht, mein Gott. Also bei den Frauen, da blickst du nie durch. Ja, Gott. Was? Nicht jede Frau rasiert sich. Ja, Mini-Brick, sie war im Discord vor der Cam. Ja, das ist aber intern und nicht offiziell. Also jetzt, YouTube kann ja jeder sehen. Und da wäre es auch cool, wenn meine Mutti mal dabei wäre. Da hat sich der Connor schon immer gefreut drüber, wenn ich mal hinten flatsch von hinten eine um die Ohren bekommen würde. Dann wird der Herr Sösestein sogar noch Blümchen schicken, meiner Mutti. Naja, ich kenne die Dinger schon. Alles gut. So. André, danke. Prost zurück. Matze, ich habe bei mir, das Video heißt, such dir ein Auto aus. Und da kannst du dann sehen, der erste angepinnte Kommentar ist von mir, welche Autos schon besetzt sind. Und schreibst einfach die Nummer in die Kommentare und dann wird das für dich reserviert. Auf meiner Kanalseite ist dann halt auch meine E-Mail-Adresse. Schreibst mich kurz an und dann schicke ich dir die Regeln oder was ich von dir haben brauche, schicke ich dir hoch. Und dann ist auch der Link zu dem Google Drive ist dann da mit bei. Okay? Matze, so machen wir das. Also Inu, ciao und frohe Ostern noch. Und Ben Briggs natürlich dir auch. Schönen Abend, frohe Ostern. Ben, ich hoffe, du kommst irgendwann mal zu mir. Wie gesagt, ab 8. April habe ich Urlaub und vielleicht mache ich Donnerstag einen Stream. Wäre cool, wenn du kommst. Brickklempner wird vielleicht kommen. Heide Briggs, mal schauen, wie wir es in dieser Zeit haben. Das wäre schon mal cool. Ja. Würde mich freuen. Wenn wir wieder mal einen Ben sieht. Was? Meine Tipperfrau. Ich suche jetzt die ganze Zeit Tipperfrau. Hier schreiben sie immer Tipperfrau. Aber Julia ist doch gar nicht hier drin. Aber trotzdem, Tipperman sagt einer, Julia, schöne Grüße an euch auch, frohe Ostern. Ich muss mal hier, ich habe es herausgefunden, der Banner ist geil. Ich muss hier das einbauen. Geil. Das gefällt mir. Das mit dem Banner. Dann lasse ich das mal drin. Das ist ja geil. Was, der Banner, wie ich drauf gekommen bin oder dein Set? Wahrscheinlich ich nicht. Ja. Ich baue hier das gerade von Sky und die sagt ja, sie verleiht Flügel und die hat Flügel hier dran. Mit Druck. Und das finde ich richtig cool hier. Das ist schön. Ja. Ja. Aber ich dachte, Mega hat doch auch Paw Patrol, aber größere Steine, größere Blocks, oder? Ja, das ist unter Mega Blocks ist das. Die haben die Duplo-Größe. Die haben die Jetzt. Aber ich wollte halt was für Fatty haben mit den kleinen Noppen. Ja, bei Router Toys, mein Klemmbausteinladen halt, ne, für Kobi und für Alternativen, der hat auch eben Paw Patrol, aber eben die größeren Steine. Und, ja, genau. Das ist Duplo-Größe. Ich habe es vergessen, von wem, aber alles gut. Jetzt weiß ich es wieder. Habe ich aber auch hier liegen, irgendwo. Piccarino, habe ich im Regal liegen. Piccarino, ich habe es wieder zugemacht, weil es lohnt sich eh nicht mehr. Es ist noch 2 Stunden zu streamen. Da brauche ich gar nicht anfangen. Ich hab's schon, guck mal, ich hab's aufgemacht, meine Hase. Ich pack doch hier schon auf. Meine Fresse. Ich will ja auch den Chat verfolgen. Und Leute, stellt euch vor, was ganz was Neues. Es sind Aufkleber dabei. Scheiße. Die Frage ist, jetzt ist die Frage, bringt Steinedrucker die Aufkleber raus oder nicht? Jetzt bin ich
Weil wenn das nicht mag, muss ich die aufkleben. Wenn das doch mag, bereue ich es, weil ich sie aufgeklebt habe und habe mir nicht die gedruckten Steine gemacht. Ach, ich mache die Aufkleber dran. Behalte ich sowieso das Set. Also alles gut. Alles gut. Hallo, oh. Mein Nutella. Auch dir frohe Ostern. Da ist ja. Die Nymphine ist da. Router Toys. Hi, Sabrina. Bernhard, müsst ihr auch nicht weit umweg sein. Schöne Grüße, ihr Lieben. Und die haben eben das Patrol von Megablocks, genau. Genau. Holger hat es gerade gesagt. Hallo Nutella, frohe Ostern, auch dir. Ich habe jetzt extra hier Banner, der Hans hat mich drauf gebracht. Du kannst ja auch so Banner normalerweise und funktioniert und ich finde es geil. Kann man schön einblenden. Ja. Schön, schön. Freut mich. Ja, Herr Sösestein, das ist das bei Hannover. Und ja, ich werde auch da sein. Da werde ich hinfahren. Und da werde ich wahrscheinlich sogar hier meinen Kumpel Andi überreden. Der wollte auch mitkommen, der von Mega Bauanleitung. Was wollte das denn jetzt eben? Ja, hier. Nee, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte dem Brickman antworten, weil er sagt so Daumen, wenn ich fertig geworden bin und ich bin nicht fertig geworden. Ach so. Ich habe einfach Daumen hoch gegeben, weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht ist er ja für dich. Ich dachte, ich heb's auf für Montag, wo ich wahrscheinlich beim Hans bin. Beim Hans? Ja. Achso, der Stream wieder. Ja, ich bin Montag bei Klemmbausteinzimmer eingeladen, abends. Da werde ich dann auch. Ach, Jungs, da, ihr. Deswegen das. Wir sind streamsüchtig, ich weiß. So, ich mache mir mal kurz lautlos, weil ich muss mal die Tüten raschen lassen, ordentlich. Jetzt könnt ihr lästern, solange ich lautlos bin. Weil ich kann nicht zurückmachen. Ach, oder kommst du auch nach Hannover? Ja? Sag, Hodor, ist das, ich denke, das ist der 27. April, ich kann mich aber irren. Ist das der richtige? Ist das 27. April? Ich meine, das ist der 27. April. Ja, genau. 27. April. Ja, mache ich mich auch. So, habe ich auch eingetragen hier bei mir. Ja, oh, meine Güte, diese kleinen Mistviecher hier da. Ewig springen sie hier von den Noppen. Oh. Ey, nicht hier über die die Kraftausdrücke bei mir hier. Ich bin ein anständiger Kanal. Hat dich mal ein bisschen zurückgefixt. Jetzt gerade irgendwie so ein Pfeifen in den Ohren, das klang so wie anständiger Kanal, also das ist irgendwie. Ja, ich hatte auch Klingeln auf den Ohren. Okay, dann hatten wir es eh alle, oder? Okay. So, ich bin fertig. Sehr cool. Der R2D2 ist fertig gebaut. Ging schnell, ne? Passt. Können wir nächstes Set anpacken. Also auf jeden Fall ist der R2D2 wieder dabei, der wo auch an seiner Heckpartie am Puppe ist, bedruckt ist. Finde ich cool. Hätten sie auch viel früher schon mal machen können. Und ich muss sagen, die verschiedenen Farbwahlen hier grün,
Rot hält sich in Grenzen. Also ich sehe viel Weiß, ich sehe viel Grau und ich sehe auch viel Tann. Guck mal, ich kann tauschen und ich werde auch die Steine umtauschen. Weil die sieht man sowieso nicht und ich kann sie für meinen Mock benutzen. Ideal, ideal. Mache ich die ganze Zeit schon so. Beim Ninjago-Set City Markets habe ich es auch so gemacht. Tannsteine ausgetauscht. Hey. Ja, wenn ich sie behalte, die Sets, dann kann ich es ja machen. Wenn ich sie wieder verkaufe, natürlich nicht. Ist klar. Dann kannst du die bedruckten dabei legen. Montag ausgeladen. Weiß er das noch nicht. Darf ich das gar nicht sagen jetzt? Ich bin bei Klemmbausteinzimmer, Markus. Ich wurde nirgendwo wo eingeladen. Außer bei dem. Was, wie viel kann ich auf Erfüllung einmal schauen? heute nicht mehr und dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr. So langsam wie ich baue. Warum? Oben die Kuppel. Die ist bedruckt beim R2D2 und das ist die falsche Farbe oben. Deswegen kannst du es nicht umbauen. Keine Ahnung. Soll ich es dir zeigen? Ja, bitte. Achso, du meinst was? Du meinst jetzt hier den Kopf wahrscheinlich hier oben. Wieso, Micha? Wo kommst du denn her, sag mal? Wo ist denn dein Heimathafen, wenn du 4 Stunden nach Hannover brauchst? Das da? Ja. Das ist bedruckt und das hat die falsche Farbe. Achso, das ist bedruckt. Das ist so eine Tisch, oder? Wahrscheinlich so eine Scheibe. Ja, mit Noppen. Ach so, das ist blöd. Hallo Brick Rodimus. Hi. Wollte ich auch gerade sagen, genau. Servus, mein Freund. Ah, war versucht. Da ist ein Hesse dabei. Hast du das gelesen hier? Ein Hesse. Meine Güte, Junge, du hast echt Reichweite. Das wird sogar in Hessen geschaut hier. Meine Güte, du. Ich hab aber eigentlich eingegeben für bayernweit und Österreich. Hui. Das ist ja geil. Ups. Jetzt muss ich mal gucken. Brauche ich, jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich so eine 4x6er Blade schnell holen. Ich habe jetzt leider nur 4x4. Scheiße. Ich dachte, ich hätte noch eine. Ja, Süßestein, ja cool. Was denn? Wenn du da Zeit hast. Das ist ja cool. Schön, freut mich. Ach hier, was denn? Ja, genau. Okay. Ja, ja. Conor, lass das. Ich will von euch kein Geld. Ich mag das nicht. Wenn, dann will ich von YouTube Geld generieren. Ja. Ja. Bastian Schönberger, servus. Holger, aber nicht verbauen. Kennst du den auch? Ja. Ja, ja. Gute Freunde, es soll niemand trennen. Herr Schönberger, nicht frech werden. Ja, dann schneid die Noppen ab. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, also da wäre ich vorsichtig. So, Mädels, ich merke, ich kann euch alleine lassen. Ihr seid genauso unterhaltsam wie ich. Also ihr redet genauso wie ich. Also ihr redet sehr viel mit dem Chat, das passt. So will ich es auch. Der dreht sich leider nicht hier. Dann kann ich euch mal eine Minute alleine lassen. Jetzt ist er was weg. Denn? Wer ist weg? Ja, mein Propeller ist weggeflogen.
Nee, mein Propeller hier. Achso, das wollte ich dich groß machen. Ja, nee. Norm, Bastian? Passt schon. Boah, Alter, ich brauche echt eine Brille. Wo ist meine Brille? Wo habe ich denn die schon wieder hingekickt? Gefällt mir sehr gut. Cooles Ding. Oh, da werden die kleinen Aufdreher. Papi baut oder was? Kleinen spielen damit oder wie sieht das aus? Ja. Sollen durch die kleinen, ich dachte, die kleinen sollen noch bauen. Nee. Bio. Fehlt nur noch. Bio, bevor du mir in der Halbzeit einschläfst, nicht, dass du mir einschläfst, zumindest hier, das habe ich gebaut. Ne? Ich habe ja gehört, der Bio schläft in der Halbzeit ein bei mir. Schlawiner, du stehst schon in der Liste, Bio, alles gut. Ich hab noch Platz. Also für dich ist immer Platz, Bio. Also mach dir keinen Kopf. Hier, ich habe sogar eine schwarze Seite. Alles gut, das kriegen wir hin. Nee, ich hol mal schnell die Play. Na, Calimero. Ja, schlaf gut, Calimero. Mach's gut, wir sehen uns ja bald. Ich freue mich. Gute Nacht, Calimero. Ich habe mich gestern doch verbaut. So. Mensch, wie heißt denn der jetzt hier noch? Oh. Der Rote. Ja, weiß das einer noch? Wie heißt der noch? Ist das einer, wie der noch heißt? Irgendwie so ruhig geworden. Sag mal was. Keine Mitarbeiter im Chat. Schlimm ist das. Schlimm. Also den Namen hätte ich jetzt instant erwartet. Nix. Also, ja, frohe Ostern, Calimero. So, wenn einer vom Chat hier mitmacht, dann. Ich denke, das ist also so. Guck die ganzen Kinderserien hier. Walter. Der heißt doch nicht Walter, Junge. Sag doch gleich Walter. Peter Alexander. Doch, der sieht doch nicht aus wie ein Walter, Junge. Oder? Walter, hol mal den Schlauch raus. Paul. Ist da kein Familienvater dabei, der das mitgucken muss immer? So, ich finde das auf ein Tafel. Perfekt. Hier, Markus, wie heißt der denn nochmal hier? Der Feuerwehrhund. Sag mal. Dalmatiner. Harald. Winfried. Dinky Winky. Dipsy, Lala und Co. Marshall, da ist er. Hey, super, ja, Marshall. Ich kann es mir noch nicht merken. Ich habe. Ja, Brickman weiß, das ist klar. Brickman guckt sich das jeden Tag an. Ich. Was wäre er rosa dann? Ja, genau. Ich habe das mal ein, zwei Mal geguckt und das war's. Denkst du, ich merke mir sowas? Ich kann dir alle One Piece erzählen. Da kann ich dir was erzählen davon. Oder ja, mach mal, komm. Ich nehme auch mit, komm. Komm, fang an. So viel Arbeit, wie es war oder so. Aber ich merke mich, ich kann mir da nicht viel merken.
Ich guck's mir gerne an. Was? Fang an, ich zähle mit, komm. Und was? One Piece? Ja, Ruffy. Ja. Was? Wer? Marshall und Alexander? Nee, nicht vom Paw Patrol. Von dem weiß ich keinen Namen. Hans-Peter? Hans-Georg, Hans-Dampf, Rucksack-Sepp. was haben wir denn alles? Ja, kennst du den nicht? Kennst du Grünwald? Den Komiker von uns hier in Bayern, Grünwald? Da gibt es den Rucksack. Der ist selten geworden. Nee. Sanji und Nami und Pachinian und Hang und Lampignon. Nee, das waren jetzt die von One Piece, die Namen. Ruffy und Zoro, der Piratenjäger. Oh Gott. Siehst du, mir liegt es auf der Zunge, habe ich vergessen. Egal. Aber ich weiß, wen ich meine. Guckst du dir nämlich egal, auch mal? Jetzt macht er wieder. Egal. Oh, wird abgefrühstückt hier. Genau, das ist das Wichtigste. Winky Winky, Dipsy, Lala und Po. Das sind die vier Teletubbies. Genau so sieht's aus. Die kriege ich nie mehr wieder aus dem Kopf. Nie mehr wieder. Und wie hieß der Staubsauger? Boah, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Ich gebe meinen Staubsauger doch keinen Namen. Nee, bei den Teletubbies war doch dieser Staubsauger. Ja, ich weiß, aber keine Ahnung, wie der hieß. Und Hani und Nani. Ja. Sag mal. Ja, das ist aber schon ein bisschen älter, also schon länger her. Son Goku, Kakarot, Hodor, tröste dich. Was, wer? Habe ich jemanden übersehen jetzt? Dora schlacht sich auch schon weg. Genauso will ich es ja haben. Es ist ja lustig, ne? Passt doch, oder? Ich bin ja froh, dass ihr immer noch da seid. Dass du willst es weg haben. Boah, jetzt kommt der Angeber wieder hier. Guck. Hast du jetzt bestimmt gegoogelt? Chimbe ist ja neu dazugekommen und Brooke ist ja auch später erst dazugekommen. Jetzt soll es ja eine Serie geben. Also nicht eine animierte Serie, sondern eine richtige mit echten Menschen halt Serie auf Netflix. August, glaube ich, ne? Da bin ich mal gespannt. Habe ich noch nie gehört von den Viechern. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Ist das Gewürzmischung oder was ist das? Bitte? Sag's nochmal. Ist das eine Gewürzmischung hier, One Pieces oder was? Wo alles in einer Tüte ist? Ja, das ist Peace. No, ja, genau. Das ist No Peace, also No Peace. No, One Piece. Aber hier steht One Piece. Ja, ich meine ja One Piece. Danke, Tibermann. Was ist das? One Piece, das ist eine Anime-Serie, so wie Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z. Das sind Anime-Serien. Oder wie Hunter x Hunter. Ach, so eine Zeitverschwendungsdinger. Ja, nee, da bin ich ja raus. Das sagt der wo Paw Patrol baut. Okay, nächstes Thema. Ich mache das ja nur für meine Kinder hier. Naja, das würde ich jetzt auch sagen. Ja, ja. Aber eigentlich nimmst du deinen Kindern den Spaß damit. Die sollen ja das nochmal bauen. Mit Papi. Ne? Papi soll dabei sein und die Kinder sollen es bauen. Das ist ja das, was Spaß macht. Ich habe doch meine Kinder um mich hier, Junge. Ach so. Das sind aber schon große Kinder. Ich meine... Ah, Junge. Herrlich. So, ich fange jetzt mal an zu bauen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich denke, du bist schon fertig. Mit den Nerven, ja. Wenn du so weitermachst, ja. Gut. Ihr immer alle hacken auf mir rum. Immer. Aber ich bin's ja gewohnt. Jetzt kannst du nur noch bergauf gehen.
Was ist das? Der sympathische Sprech-Cowboy-Roller, finde ich. Danke, danke, danke. Genau, wenigstens einer hier. Anime-Fan. Toll. Du weißt eh, dass der Zeichner tot ist, oder? Akira Toriyama. Akira Toriyama, genau. Ja, okay. Ich glaube, die Bodenleitung hat er schon mal rausgeholt. Der ist leider gestorben, ja. Aber es soll ja eine neue Dragon Ball Folge kommen, eine Serie kommen, ne? Die macht mir Angst. Warum? Naja. Also den Vorspann habe ich schon mal gesehen, Achtung Spoiler, da werden alle jung. Mhm. Okay. Das haben sie schon mal gemacht und zwar scheiße. Glaubst du, das jetzt bei Dragon Ball GT, ne? Ja, ich weiß. Ja, werde ich Netflix, glaube ich, ja. Muss ich mal reinschauen. Aber Netflix, das ist ja One Piece dann, ne, was du dann guckst. Aber wie gesagt, irgendwie, ich glaube, August kommt es raus. Was ich so gelesen habe. Bei YouTube sind auch schon Werbungen und Vorspann und ja, ein paar so Klicks schon zu sehen. One Piece ist also nichts für mich. Also es ist nett zum Reingucken, ja, aber dass ich es jetzt dauernd gucken müsste, nö. Freunde, ich habe jetzt noch einen Gast. Er hat noch Zeit, hat noch reingefunden. Oh. Freut mich. Jetzt kommt. Oh, Conor McCloud kommt in den Stream. Nee. Surprise, surprise. Nee, der nicht. Der muss sich erstmal einen neuen Laptop besorgen. Warte mal, ich habe so einen geilen Banner. Da steht's drauf. Wer kommt? Jetzt. Genau. Nicht ein Banner, sondern das hier. Haha. Ist doch geil, oder? Der Hans! Hallo! Hallo Hans-Georg! Der Eierbär! Hallo Bing, hallo Hazi, hallo Holger, hallo Markus! Servus, mein Freund! Das hast du gut Zeug, du bist schuld! Du hast mal das Zeug mit dem Banner. Ja, das ist super, oder? Mit dem Banner. Voll geil! Ja, Sonntag 10 Uhr, hab gleich ein paar geschrieben. Das mit unten, das hin und her rennen, das hat der Frank als erstes entdeckt und hat gesagt, so, das kann man da unten machen. Ich habe das dann ausprobiert und seitdem rennt es bei mir. Und dann habe ich dir gesagt, na klar, das kann man machen. Ja, genau. Dann habe ich es auch ausprobiert. Haben wir mal so offline geplaudert und haben uns das angeschaut und da sind wir da eben drauf gekommen. Aber er hat es gesehen. Super Idee, super Idee. Ja, optimal. Ich hoffe, dass er noch kommt, dass wir ihm alle Glückwünsche noch geben können. Schauen wir mal, ja. Glückwunsch. Auch nicht erreicht, ne? Genau. Und Bing hätte eigentlich noch eine kleine Überraschung für den Frank, aber mal schauen, vielleicht kommt er noch. Da wäre auch was Geiles stehen, da seht ihr es. Warte mal. Da was Geiles stehen. Machen wir die mal groß, dann sieht man es besser. Neue Fliesen, ein Kino-Plakat. Und weg. Und weg. Leicht gespoilert. Wäre der Videocamera, oder? Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich kann ein Video von meiner gucken. Oh, schaut es euch an. Habe ich aufgebaut. Ich wollte das sehen. Ich wollte das selber sehen, wie geil das ausschaut. BMS Lingobelt. Ja, hallo, servus. Schön, dass du reinschaust. Guten Abend. Servus. Ja, Conor, das kann halt dann auch nicht jeder. Also ohne Kamera streamen. Ich war das. Ah, wusch. Geil. Popcorn Garfield. Ich bin jetzt früh auf Garfield da geworden. Mir taugt der. Ja. Wer dich da, da bist du schuld, Hatze. Da bist du schuld. Ich? Du im Krieg vor ein paar Wochen ans Bad. Hallo? Jetzt habe ich schon so viel Garfield gesetzt. Ich bin Garfield und im Lande. Ja? Aber die sind so geil. Habe ich ja noch ein paar. Oder habe ich auch noch keinen Haul gemacht? Ich darf das ja gar nicht bauen. Die habe ich alle noch nicht geschnitten. Aufgenommen habe ich es eh, aber geschnitten noch nicht. Wenn ich nicht dazukomme. Ja, das ist immer das. Ich kann da so viele Videos machen, aber du hast echt keine Zeit. Ich habe jetzt einfach Lust zum Bauen. Ich will das einfach bauen jetzt und aus.
Tom Bauer. Und den Haul setzt dann nachher, wo sie es gekauft hat. Genau. Hans Gilk war doch ein Live-Haul. Ein Live-Haul, ja, habe ich gemacht, an. Premiere. Eskalations-Haul, der war live. Stimmt, stimmt. Wie sieht es bei euch denn überhaupt aus? Morgen habt ihr dann auch familiär viel um die Ohren? Habt ihr dann wenig Zeit oder war das heute schon für euch der Tag? Weil beim Hans hat es ja heute irgendwie schon und Frank auch. Bei uns ist es ja morgen erst. Ostersonntag ist immer bei uns der Tag, wo sich die Familie trifft. Ja, wir haben heute Familienfeier gehabt. Bin vorher heimgekommen, ein bisschen. Das war ein langer, langer Tag. Schauen wir mal. Ja. Wenn ich da mal Bier fahre und einschlafe, dann leg mich oben, Markus, dann lass mich nicht oben, sondern leg mich runter, dass das nicht jeder sieht, wie ich da am Tisch schlafe. Ja, ich mach dich groß. Alle gehen raus vom Streaming und ich lasse das so nicht. Alle schauen an mich beim Schlafen zu. Genau. Aber schön, dass Hans-Georg, du wärst nicht der Erste, der im Stream dann am Schlafen ist. Ja. Es soll sogar Leute geben, die beim Schlafen, also, jetzt kommt noch ein Gast, die beim Schlafen zuschauen. Also, die machen eigene Streams, ja, klar. Die machen, was weiß ich, 10-Tage-Stream oder 20-Tage-Stream. Und ja, wenn schlafen wird auch weitergefilmt, ist ja klar. Ja. Ja. Hab ich schon gesehen. Er hat sein Therapiemännchen ordentlich hingerichtet. Jetzt hole ich ihn gleich rein. Und Bing, ich hoffe, weißt du schon, dass wir geschmerzt haben. Du steckst es ihm an. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Abonnenten. Glückwunsch. Dankeschön. Ich hab nur gehört, der Bing hat was für mich, da muss ich ja extra noch reinschauen. Ja. was hat er denn da bin? Ja, das wurde uns geschickt. Das war das Kreuzzeichen. Das ist lustig. Also es ist lustig, es ist schön. Also wirklich. Aber jetzt weiß ich selber. Dann irgendwann einmal zu euch, hoffe ich. Ein Bing-Spezial. Lass uns nicht zu lange warten. Leiden. Na jetzt, wo der Frank da ist, können wir ja mal Version 1 zeigen, oder? Hallo Chat, hallo, grüß euch miteinander. Hallo. Genau. Ich hätte noch begrüßen, stimmt. Ja. Servus. Immer schön der Reihe nach. Genau. Mhm. Ja, also, Chat begrüßt. Und hallo liebe Mitstreamer. Ne? die haben fast vergessen. Thomas Haas auch, servus. Schön, dass du einschaust. Wuff, wuff. So, da ist noch ein neuer. Sascha Steimer, servus. Ich übersehe immer, dass so viele Leute jetzt. Wahnsinn. 33 Zuschauer, wow. So, Freunde. Hallo. Nochmal an alle dann. Und ich würde sagen, Bing, willst du es ihm mal zeigen? Ich mache dich jetzt groß. Für eine Klimmertherapie, Frank, eine schöne Überraschung, wie ich finde. Ich hoffe, es ist keine Turnmatte und ich muss jetzt was machen. Ja, ich finde es cool. Also, coole Idee, was der Bing da hat. Ich mache ihn jetzt mal groß. Aber erstmal ohne. Na gut, okay. Wenn es geht. Ja. Also ich habe mir gedacht, es gibt ja den Therapeuten und wenn die Therapie nicht mehr funktioniert, dann kommt der neue Therapeut. Ja, leck, ist das geil. Der ist geil. Und bei besonderen Anlässen, wie viel Schuhe passt, braucht er natürlich eine Schutzbrille. Der ist super. Der gefällt mir. Hast du jetzt immer eine Liege, Frank, wo du den drauflegen kannst? Und der Therapeut steht daneben.
Ja, aber ich weiß nicht, ob da mein Therapeut nicht vielleicht eine Angst kriegt. Solange du liegst nicht. Okay, jetzt, ich wollte, das tut mir super, Bing, es ist herrlich, wirklich. Jetzt wollte ich mich zeigen und Danke sagen, das kann ich jetzt aber nicht mehr machen, nachdem der Markus gerade gesagt hat und die Frisur passt da, weil ich habe keine Frisur mehr. Frisur ist weg. Es ist schon Sommer, die Frisur ist wieder weg. Keine Frisur mehr. Ich kann ihn umbauen. Ja, aber herrlich, das ist eine liebe Idee, das gefällt mir, das freut mich. Das ist lustig, oder? Das finde ich super. Das ist komisch, der Bing hat immer so also ausgefallene, coole Ideen. Auch bei mir, weißt du, da mit der Figur dann oder beim Hans dann oder bei der Bianca, überall für jeden hat er irgendwie immer mit seinen Figuren so tolle Ideen. Also dem fällt immer ja, was. Das ist eh klar, deswegen ist er ja so schweigsam, weil er ständig am Nachdenken ist. Genau. Ich mache mir immer Notizen für jeden Blödsinn, der mir einfällt. Dann, muss auch sein, oder? Was? Sag das nochmal. Muss auch sein. Ja. Ich sage euch was, wir haben den ganzen Tag heute Sahara-Sturm gehabt. Den ganzen Tag katastrophal, wenn man Lego hat. Ich weiß schon, wie ich meinen Ostersonntag verbringen werde. Yay! Abstauben. Abstauben, ja. Bist aber selber schuld, wenn du die Fenster aufmachst. Die hab's zulassen. Ja, ich tue halt ganz gern lüften, weißt du? Das ist halt. Wurst. Ich mag das nicht in Gestank sein. Spitzert herin, aber ist nicht staubig. Da nicht abstauben. Du kannst lüften morgen. Dann lüfte halt morgen, ne? Scheiß doch drauf. Ich habe ja über die Nacht das Fenster offen. Ich kann ja sonst nicht schlafen. Oh ja, genau. Da musst du ja alles offen haben. Du willst ja einzapfen werden. Ab 15 Grad schlafe ich ja nicht mehr gut. Ja, bei minus 15 und das Fenster ist offen gekippt, dann passt das pipifair. Ich bin aber auch so. Ich mag es auch kühl beim Schlafen, weil ich schwitze. Ja, aber bei Minusgraden brauche ich nicht das Fenster offen. Ja, bei Minus. Da bin ich krank. Also ich habe mein Schlafzimmer nicht geheizt und das Fenster ist eigentlich immer gekippt. Immer. Zu Spitzenzeiten kannst du schon mal bis auf 0 Grad runtergehen im Zimmer. Na dann, viel Spaß. Ich bin halt mehr ein Wintermensch als ein Sommermensch, weil anziehen kann ich mir immer was, ausziehen irgendwann nicht mehr. Oh ja, aus der Haut kannst du ausziehen. Aus der Haut kann ich fahren, ja. Aber aus der Haut fahren, da gibt es andere Gelegenheiten, wo ich das sehr oft nur tue. Da brauche ich keine Hitze dazu. So, was habe ich da? Der Therapeut muss natürlich auch, wenn der einen Durst hat. Und der einen Durst hat, muss er ja auch was trinken, ne? Weil ich gerade die geile Tasse sehe mit dem Logo. Hans, Klemmbautherapie ist zwar, ich habe es an Hans eh schon gefragt, ich bräuchte von euch beiden. Ja, ich schicke das per E-Mail, weil da ist das Ding besser. Ja, ich habe meinen Kumpel gesagt, ja, rat mal per E-Mail, wäre es besser, weil da die Grafik besser ist für ihn. Und lass euch überraschen. Ich habe meine Kamera so geschissen, sage ich mal. Die ist gerade in Therapie, ne? Immer wieder Fokus einstellen. Fokus arbeiten. Dass wir nicht den Fokus verlieren. Wie gesagt, mein Kumpel, ich habe was geplant für meinen Kumpel und lasst euch überraschen, weil ihr kriegt ja eh wieder dann ein Backerl von mir. Frank seine Sets dann und du deine Sets. Und da ist das dann dabei. Also gibt es mal die Zeit, aber da ist was Schönes für euch dabei. Lasst euch überraschen. Ja, und mein Backerl geht am Dienstag raus, das habe ich schon gesagt. Jetzt habe ich ja alles. Ja, super, jetzt alles klar. Ich brauche euer beide los.
Ich habe auch schon ein kleines Päckchen gepackt für die Schweiz. Ein kleines. Auch schon, sehr schön. Da werden die Backer auf mich einer Geburtstag. Ja, aber doch, ja, warte mal, es geht doch vorher wieder heim, ne? 5.6. Ja, danach habe ich dann, ja, danach habe ich dann. Ja, 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 aber wir sehen uns ja in der Schweiz, da kannst du ja mitnehmen. Ja, genau. Dann mache ich es aber erst am 15. auf. Ja, hallo, natürlich, im Livestream, natürlich. Im Livestream, Geburtstagsstream, natürlich. Ja. Hans, da bin ich ganz gespannt drauf, wie du dann darauf reagierst, Junge. Hans, da streamen wir am Samstag, anstatt ich lasse meinen Samstagstream dafür ausfallen. Ja, aber der ist verschoben. Ich will eh noch ein Video machen, es ist nicht der 20., Freunde, es ist der 27. Ach so. Das ist ein Samstag. Ja. Ja, ist auch ein Samstag? Ja. Ja. Aber der 20. da ist. Ach so. Ja gut, da müssen wir uns dann mit zusammensprechen, weil das vergesse ich bestimmt wieder. Nicht, dass ich dann einen Stream absage und. Ja, ja, aber das ist ja noch, ne? Das kommt ja. Ja, alles gut, ja, ja. Aber nur, weil ich da noch ein Ding mache, weil da ist Klemmbautour 24 und da will ich auf jeden Fall hinfahren am Samstag, den 20. Und da kann ich dann nicht einen längeren Stream machen, wenn ich dann vielleicht am Sonntag hinfahre. Und deswegen habe ich das jetzt geändert. Ist jetzt nicht der 20., sondern der 27. Der 27. Ja, genau. Frank, hast du irgendwas? Oder Anlass meiner? Oder wie schaut es aus? Ich schaue mal, dass ich das depperte Pumpen da wegkriege, weil das geht mir ja schon. Er sappert noch von der Figur her, ne? Von Bing seiner Figur, was er baut hat, das sappert er noch. Ein Träumchen. Zur Figur möchte ich aber noch was sagen. Ja, sag. Little Brickman wollte von mir eine Figur customized haben. Und ich bin noch nicht fertig geworden damit. Und im Prozess des Fertigwerdens habe ich mir gedacht, warte, ich könnte zum Spaß eine Zwischenstufe bauen, den Antitherapeuten. Den Antitherapeuten, okay. Ja, weil wenn mich die Therapie nicht mehr wirkt, dann... Ja, aber was mache ich denn dann, wenn die zwei streitert werden? So? Ja, in die Kosten haben. Ja. Raushalten. Wenn sich zwei streiten, freut sich der. Jetzt habe ich mehr Licht. Das pumpt immer noch, oder? Was ist das für ein Dreck da heute? Hausweg. Das ist eine Fitnesskamera, ich sag's dir, die pumpt gerade. Mhm. Hat gerade Trainingsstunde. Irgendwie fokussiert die, keine Ahnung, auf alles. Und jetzt wahrscheinlich kriegt sie es in den Mai. Vielleicht spiegelt das Kappel zu viel oder so. Jetzt fokussiert es ein wenig anders. Das pumpt schon noch, aber anders jetzt. Komisch. Das sehen wir schon. Die hat Herzrhythmusstörungen, glaube ich. Ich gehe noch mal raus und dann tue ich mich noch mal rein. Ich starte noch mal neu da. Alle, kein Problem. Mach das. Markus, machst du mich groß? Ja. Meinst du bitte, bitte? Ja. Hör den Anstand. Die Etage. Das ist die oberste Etage, wo die Verbrecherschweine sind. Ups. Was ist das für ein Haus? Das ist die Müllzentrale. Ja, die Müllzentrale. Ja. Da ist auch hinten die Müllbiene, also die erste Version. Also ich finde es geil. Also die Bilder, was mir so geschickt hat, also einfach genial. Und damit ihr seht, dass das wirklich Verbrecherschweine sind. Verbrecherschweine. Ja, echte Verbrecherschweine. Du hast recht gehabt, du bist mittendrin in der Zelle. Ja, Bio schläft schon wieder. Aha. Ja, wie immer halt. Und da sind Verbrecherschweine drin, ne? Also... Gut. In einer halben Stunde gibt es das nächste Stockwerk. Man muss sich so aufteilen. Ja, natürlich. Und zum Schluss kommt der AC mit seinem Pokal.
Ja, ja, ja. Das Beste von dies. Ja. Bio schreibt da gar nicht mehr gute Leute. So. Um 22.17 Uhr. Oh, jetzt ist Bio. Bio seit einer halben Stunde schläft er schon. Ein bisschen aufziehen. So tut aber nichts, oder? So passt. Verschwommen. Ja. Pick aber es tut gut. So tut er Punkt heute. Das ist ein Dreck. Jetzt geht gar nichts. Komisch, bei dir, Dienstags geht es ja immer. Ich lasse es gleich wieder bleiben, weil da scheiße drauf, wirklich. Jetzt wird's. Aber es pumpt. Ich meine, das macht er bei mir auch ab und an, aber nicht so oft. Jetzt an. So hast du schön ins Battle gehabt. Ja? Genau. Jetzt passt's, aber ich tue normalerweise ja immer so. Ja. Ich weiß nicht, warum das die eine da jetzt den Sommer dumm fest. Kann ich schlafen, okay, das macht mir alles jetzt. Ja, ist vielleicht die Distanz zu weit. Nein, ich mache das gleiche wie sonst da immer. Und das Video heute Nachmittag, das Abo-Special, habe ich ja auch genauso aufgenommen. Okay. Das ist komisch. Hat drauf geschissen, dann los ist er so, mir da gewusst. Ah. Bist du eher hübsche Kerl? Das weiß ich. Für einen guten Tag von meiner Mama. Brauchst du. Das brauchst mir du nicht sagen. Die Mama ruft mich jeden Tag an und sagt, du bist wunderschön und du kannst wunderschön singen. So, fertig. Und zu DSDS gehen. Ja. Ja, dann muss ich das auch aufbauen. Ah, schade, Thomas. Dieses Mal bin ich dabei mit Hans. Ja, Connor sieht so aus, oder? Er ist, wie gesagt, BSE. Ich weiß nicht, ob BSE ist von Pandora Box. Vielleicht ist er da drüben und guckt. Nee, aber er war ja am Donnerstag, glaube ich, oder? Ach so. Also war die schon. Okay. Ja. Mein Gott, sei es ihm vergund, soll er schlafen. Ist doch nicht schlimm. Hat er einen anstrengenden Tag gehabt? Es ist ja immer schön, der Bio und der Connor, die zwei triezen sich immer und necken sich gegenseitig und macht halt immer Spaß, wenn die zwei sich ärgern. Aber wenn einer fehlt, dann. Da kann der eine ohne den anderen nicht. Ja, ja. Da musst ja, du dir ja. Und selber ärgern tut man sich selten. Ja, genau. Scheiße, jetzt haben wir verbaut. Fix. Und hast du schon einen Plan, Frank? Bei 200 Abonnenten hast du nächstes Mal dann auch ein Gewinnspiel machen oder musst du das dann erst bei 500? Ich hab kürzere Pläne. Mein nächster Plan ist, morgen in der Früh wieder aufstehen. Das ist ein guter Plan. Das ist schon mal ein guter Plan. Dann kommt dann wieder der nächste Plan, der heißt dann Frühstücken. Nicht erst aufs Klo. Babyschritte. So. Was tust du jetzt, du? Ich. Schau, wenn ich so. Na, geht der immer noch? Also, ich denke mal, wenn das so weiterläuft mit dir, dann wird es ja bestimmt bald überholen.
Na, weil ich glaube, meine Kamera ist am Popo. Ah, die pumpt immer noch. Ja. Gott, oh Gott, ich gehe da mal die Einstellungen hinein. Wie das bei mir war, bei der letzten Kamera habe ich es weggehauen und habe mir eine neue gekauft. Ja, das ist mein Telefon. Ich kann da wenig da jetzt mein Telefon wegschmeißen. Also ich kann schon, aber... Was weg? Auf ein neues Telefon. Ein mit Wählscheibe, wo du drehen musst. Vielleicht pumpt es dann nicht. Genau, ich habe ja auch so viel Geld, ich kann es unter den Armen verteilen. Unter dem linken und unter dem rechten. Natürlich. Das habe ich ja gehofft. Ich hab das so lieb, aber sehr ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Na, sowas geht mir auf die Eier. Ja, auf die Eier kannst du ja ruhig sagen. Da ist die Ostern. Das ist die Ostern. Kann man ja über die Eier reden, ne? Genau. Ja, richtig. Und dagegen wird YouTube mit Sicherheit nicht tun. Ich verstehe nicht, warum. Ich kann da aber auch nichts anderes mehr einstellen. Ich habe jetzt da alles durch mit den Eierbeeren da. Oder vielleicht ist sie kaputt. Oder sie ist aufgeregt, weil morgen Ostern ist. Ja, das macht sie warm, weil es da vorhin nicht will, weil sie Angst hat, dass sie es versteckt. Und nie mehr wiederfindet. Ja. Ah, das wird was mehr. Ich habe ja über 100 Christbäumchen angepflanzt. Mein Vater da. Das ist zu Ostern immer super. Da braucht man es dringend. Sein Hobby und haben wir jetzt über 100 Stück und die wachsen halt dementsprechend und da kannst du gut Eier verstecken. Da kannst du wieder suchen, wie so eine Kategorie. Oh, ich habe überhaupt keine Lust. Weißt du? Nee. Zuerst musst du es aber verstecken. Das macht Mama. Oder kommt der Osterhase noch? Das macht Mama. Mama ist tot. Mach's gut, Thomas Haus. Schöne Ostern und rede ich nicht so arg. Tschüss. Thomas. Servus. Schöne Feiertage. Mach's gut. Danke, dass du reingeschaut hast. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Mit Fine, ja, genau. Das ist mit Fine. Jetzt tut's aber nicht mehr, oder? Moment. Nö. Das tut mir ein bisschen wackeln. Naja, das ist, weil es in der Hand habe. Warte, du hast... Naja, aber es zoomt nicht mehr, also passt. Da, die Madame ist auch da. Hallo, Madame. Hi. Ja, Hallöchen. Na, du Hübscher. Jetzt ist es gut. Ja, jetzt passt es. Gut. Jo. Ich habe nichts geändert. Ich habe nur geschimpft. Madame kam und hat die feinjustiert. Jetzt habe ich es. Das hat so eine Geräuscheinstellung. Jetzt habe ich lange nur geschimpft, das funktioniert wieder. So. Also von den Ärzten. Die meisten kaufen sich ja die Figur, die R2D2 wahrscheinlich wegen der Figur. Ich kenne die nicht mal, aber cool. Ich finde sie abgefahren, schön. Also wenn du sie schon nicht kennst, wie soll ich sie dann kennen? Ich kenne sie nicht und ich finde sie geil. Hauptsache Star Wars, egal. Das ist mein Rezept-Block. Und so weit bin ich schon gekommen. Und der Beowulf sieht sie wieder nicht. Der ist scheiß damit zusammen, weißt du, dass ich nichts bauen, jetzt hätte ich was bauen, jetzt ist er nicht mehr da.
Was? Wenn du schon zeigst, Hans-Georg, ich habe extra nicht weitergebaut für dich, Hans-Georg, extra. Gute Nacht, Thomas Michael, dann mach's gut. Auf dir frohe Ostern. Willst du jetzt schon gehen? Ja. Ja, jo, bitte Thomas, mach's gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich habe gesagt, ich habe den R2 extra nicht weitergebaut, damit ich am Montag bei dir was zum Bauen habe. Super, das ist geil. Sehr schön. Ja, klar. Wenn man das aus dem Roller drehen hat, dann kann ich es jetzt zum Bauen. Ja, der Antitherapeut ist noch fertig. Lass mich Löffelstein antworten. Soll die Figur vorerst nicht symbolisieren. Ja, wenn sie dort liegt, schon, aber eigentlich ist ja die Figur der Therapeut, ne? Und in der Hand hat sie ja, das ist die zweite Frucht, glaube ich, ne? In Rezeptblock und in Kugelschreiber. Man muss halt den Quaxi da oben tun, dann sieht man, dass das der Kugelschreiber ist. Das heißt, muss ich euch jetzt sagen, auch, gell? So. Weil das symbolisiert ja einen Rezeptblock und das ein Stift dazu. Weil ich bin ja der und er ist ja der Therapeut. Ne? Ja, meine Figur wird ja auch der Therapeut. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, da ist ja dann der Siegfried falsch, weil du, die Siegfried ist ja eigentlich, sollte das ja du sein, nicht der Therapeut. Wir sind eine Symbiose. Achso, du steckst in ihm. Oh, falsch ausgedrückt. Okay. Naja, wenn er in mir steckt, macht es nicht. Das ist, also, klingt das beides nicht wirklich gut. Könnte man jetzt wieder falsch deuten. Ach, woher. Aber du liegst ja und bückst dich nicht, also von daher. Du kennst meine Therapieeinheiten nicht. Alles von hinten. Das sind dann immer die Sonderausgaben für den Steuerausgleich. Ich hab's total gesehen. Hätte ich nur nichts gesagt. Ja. Du, ich reagiere nur. Automatisch. Ich habe mit nichts angefangen. Das ist alles auf euch Mist gewachsen. Ja. Ich bin nicht die Schwachstelle. Ich bin gar nichts zum Bauen gekommen. Nichts. Kein Update von Tatooine. Erst wieder beim nächsten Live-Event. Ja, ist doch gut. Da bleibt ja wenigstens mehr dann zum Bauen. Ich bin da eh nicht fertig. Das passt schon so. Genau. Da wäre so. Du geh Heiki. Wo liegt die her? Ja, Katze. Alles klar. Super. Hinlegen. Weil der Frank gerade die Tente vor da unten hat. Ich finde es geil, ja, die neuen Sets, aber bei dem Display-Modell ist nur ein Set, also der Linienfalke ist komplett bedruckt und die anderen zwei haben Aufkleber dabei. Und das finde ich ein bisschen schade, weil bei so Display-Sets, die wohl eh ab 18 Plus sein sollten, eigentlich Bedruckungen draufkommen, obwohl es eh nicht zwei Aufkleber sind, hätten sie es leicht bedrucken können für den Preis. Ich habe mir nur Detentive und den Falken gekauft. Weil da waren sie relativ günstig bei Amazon und das andere Zeugs gibt es nur bei Lego selber und das ist mir mein Geld nicht wert. Da habe ich andere Prioritäten. Ja, natürlich. Aber bezüglich der Mock, der verschlingt einiges. Ich bin jetzt ein Alar von Teile wert her bei knapp 3000 Euro schon. Und da steht aber noch nichts. Da steht noch nichts, da ist noch nichts da. Es wird noch mehr. So, wir arbeiten da ganze Zeit jetzt.
Ja, wollte ich noch fragen. Holger Raschel. Hat sie, oder? Ist es. Na, da hat sie, glaube ich. Hat sie Raschel, ja. Ja, ja. Das würden wir nie machen. Versuch wenigstens auf lautlos zu machen, jetzt Raschel. Over. Ich kann ja. Also ich bin mit dem R2 schon zufrieden, weil da sind wirklich ein Haufen Tannensteine dabei, Plates, Steine, alles, also sehr geil. Ich gebe es ja sowieso nicht her, also werden die Tannensteine ausgetauscht. Somit habe ich dann wieder noch mehr. Ich habe schon so viel, jetzt muss ich sie langsam mal sortieren und schon einsortieren. Gott, oh Gott, das wird lustig. Eins, zwei. Hält sich der Therapeut jetzt auf? Der Arme. Der Therapeut hat ja ein zweites Standbein. Der macht jetzt so eine Deutschrap-Karriere. Ja. Da muss er cool ausschauen mit seiner großen Ketten um den Hals. Gangsters Paradise. Vollkommen behindert. Was hast du denn? Ist doch lustig, voll geil. Brauchen wir da nicht nur irgendwas? Da brauchen wir irgendeinen Klunker, brauchen wir auch noch. Ja, Sonnenbrenner, geile, war noch gut. Du sagst, ich bin ja immer so deppert, wirklich. Bling, bling. Ja, da schau, warte. Also, ein Glitzer, Flitzer, Bling, Bling. Das ist der Antitherapeut, ist das. Sieht man das da mit Bling, Blang, Bling? Und ich glaube, ich habe da heute 2 Minuten Zeitverzögerung. Ups. Ah, Diamant. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich meine echten Tabletten schon genommen habe oder ob ich wirklich so deppert bin. Passt. Sag nur Bart für heute. Es war schon anstrengend. So viel Hirnschmutz. Hast du recht, such dir ein Hobby gleich mal aussteigen. Macht Spaß, ja, macht echt Laune. Die anderen Sets auch, die 3 Display-Modelle habe ich ja gebaut. Die haben Spaß gemacht und dann habe ich jetzt noch die 2 anderen Star Wars Sets. Aber Mai und Juni, es sind schon erste Bilder rausgekommen, Mai und Juni Sets. Da bin ich auch schon gespannt. Also da freue ich mich schon. Vor allem dann auf den Mandalorian Battle Pack, wo Moff Gideon kämpft, ne, in seinem schwarzen Anzug. Das finde ich geil, das soll ja auch kommen. Da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. Der Mufti. Ja. Lev Dushi. Ist das dann ein Battle Pack oder kommt das dann zur Mandalorian-Serie dazu? Das ist eine gute Frage. Es ist nur durchgestanden, Moff Gideon gegen noch irgendwann. Gegen den Gestank. Moff Gideon gegen den Gestank. gegen irgendeinen Gegner, keine Ahnung, 30 Euro. Es kann sein, dass der Battle Pack ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es da echt nicht. Dann brauche ich es nicht. Ich hoffe, das richtige Mandalorian-Set rauszukommen. Was bin ich jetzt? Was ist das für eine seltsame Frage? Ich glaube, einmal schneller gehen. Das kann nicht jetzt auch, oder?
Ups. Na, mit 2, 4. Bist du deppert? Ach so. Oh mein, oh mein. Total. Hashtag verbaut. Total vergammelt. Versaut. Sie fix. So ein Scheißbad. Es ist mir bis jetzt zweimal passiert, zweimal in meinem Leben, dass ich bei Lego, dass mir Teile fehlen. Bis jetzt habe ich es alle wieder gekriegt, ja, aber das ist jetzt von den, vom Speed Champion ist mir was abgegangen, ja. Aber wie gesagt, die schicken es zu, also da gibt es auch überhaupt nichts bei Lego. Du schreibst denen an, du kriegst das ohne Probleme, passt. Finde ich geil. Ich hoffe, jetzt mit der Verbindung ist jetzt auch besser, weil ich, wie gesagt, ich nehme jetzt nur mein Handy. Ich traue mich gar nicht mehr umschalten auf WLAN. Ich lasse das lieber so jetzt. Ja, das Bild ist schon super, aber das Echo ist schon da. Also ich höre es extrem mit dem, Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man keine Kopfhörer hat. Aber mit dem Kopfhörer, höre ich es extrem halt. Ne? Es ist halt, wie gesagt, das Echo entsteht immer nur bei dem man kein Echo hört. Also bei mir hört man das Echo, beim Big. Wir haben auch herausgestellt, der Harz ist. Immer der andere. Das ist aber erst seit deiner Internetumstellung, weil vorher war es nicht. Das habe ich da in den Chat reingeschrieben gehabt, glaube ich. Internetumstellung, ich habe ja nur einen Hotspot vom Handy, mehr habe ich ja nicht. Das Handy ist aus. Ja, aber bist vom WLAN weg, das habe ich da reingeschrieben gehabt, bist vom WLAN weggegangen bist und auf den Hotspot geschalten hast. Ab dem Moment war das dann erst da. Vorher war es nicht auf WLAN. Weiß aber auch nicht, wie das zusammenhängen kann. Ja, ich kenne mich da eben auch nicht aus. Ich kenne mich da auch nicht aus. Der Scheißweg soll funktionieren. Und dann nicht muss einer kommen und das reparieren. Normal schon, ja. Da gibt es Leute, die kriegen Geld dafür, die haben das gelernt. Zack. Und können es trotzdem nicht. Das ist ja eine andere Geschichte. Aber die tun zumindest so. Ich sag gleich, ich hab keine Ahnung und fertig. Markus, die halbe Stunde ist vorbei. Stockwerk 2. Okay. Weil jetzt ist schon 11. Oh, eine Stunde noch. Und ich war noch nicht mehr rauchen. Ich habe seit 2 Stunden keine mehr geraucht. Wow. Okay. Und du lebst noch. Ich lebe noch nicht. Aber nicht mehr lang. Die Schuhabteilung, die die ganzen Gadgets hervorbringt für unsere Mümpfe, weil die können wir nicht arbeiten. Ich sehe das Tütü. Das ist auch ein Gadget. Das ist ein kugelsicheres Tütü. Ja, zerlegt sich alles hin. Ja, schmeißt alles weg. Sein. Du hast die Ideen, Wahnsinn. Ich habe schon die Fotos gesehen, aber habe ich schon lachen müssen. Aber wir können jetzt eins probieren. Ich mache mir jetzt sowieso auf lautlos, weil ich jetzt eine rauchen gehe und dann könntest du es ja nochmal testen, ob was nochmal doppelt hört oder nicht. Weil wenn wirklich, dann gehe ich mal kurz raus und gehe wieder rein. Also bis gleich. Bis gleich. Ja, Connor, ich weiß noch nicht, ob ich mir den überhaupt bestelle, den. Ziller. Ich finde den eigentlich nicht so pralle. Ich glaube nicht, dass ich den haben müsste unbedingt. Deswegen habe ich da noch nicht geschaut, wo ich den herbekomme.
Wolltest du den denn unbedingt haben? Ja, Connor, für Außeneinsätze, damit das die Tür nicht kugelsicher ist. Ja, wie kommt man so ein Blödsinn? Schuss, kugelfestes Tür. Ja, aber die gelbe Hand, das ist ja das Highlight in dem Film beim King Kong. Also sie stehen bei mir noch nicht ganz oben auf der Liste, dass ich sie haben muss. Okay. Ja, Frank, du wirst lachen. Das kommt mir ganz spontan. Mir kommt auch ganz spontan, aber das mit anderen suchen. Du meinst, das kann man nicht dann immer alles aussprechen, oder? Ich trage mein Herz auf der Zunge, sagen wir es einmal so. Na, dann pass bloß auf, dass du nicht drauf beißt, du. Mit mein Blödsinn daherreden überspüle natürlich auch viel von meiner Unsicherheit und so, ne? Das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich würde da immer ganz gerne ein bisschen Schauspielern dann und mich selbst von mir ablenken. Da könnte ich Tagebuch schreiben oder Blödsinn reden. Und ich glaube, Blödsinn reden ist das Einfachere. Ja, jetzt mal Tagebuch, das macht eh schon eine Bing. Ja. Es steht noch nie was drin bei mir, weil meine Tage sind nicht so. Das sind 2 Zeilen pro Tag. Und dabei ist liebes Tagebuch schon der längste Absatz. Essen war gut, Wetter war schön. Habe die Ehre. Reicht ja auch. Ja, aber auch sein Tagebuch kann sich verarscht vorkommen. Na, das sagst du nur so. Das denkt sie, jetzt bin ich schon Tagebuch und dann nimmt er mich nicht ernst. Was ist mit ihm? Der hat ja einen Schuss. Dann schreibe ich wieder eine, ja, liebes Tagebuch, du hast recht. Du weißt es ja eh. Hoch und so blöd. Oh, mein lieber Bing, mit dir mache ich was mit. Ich finde das super. Abend, Fantasteplaste. Hallo Fantasteplaste. Hallo Fantasteplaste. Jetzt hatte ich auch gerade ein Echo. Hallo Fantasteplaste. Ja, aber eins war mit Dialekt, oder? Oh ja, jetzt wird es gefährlich. Oh Gott, das Echo spricht mit mir. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt wird es strange. Kommst zu mir, ich schreibe da Rezept aus, dann verschwindet es wieder. Noch mehr Tabletten nehmen. Oh, ist gut. Yay. Mach, Tippermann. Mach's gut, Tippermann. Bis nächstes Mal. Ciao. Gute Nacht, Tippermann.
Gruß an die Gemahlin. Mann, Mann, Mann. Frank, 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 Frank. Ich glaube, ich muss einen Anruf tätigen. Ich glaube, der ist 24 Stunden erreichbar für mich. Das ist ein Dauerauftrag. Der hat extra für mich einen 24 Stunden Bereitschaftsdienst. Ruf mich an! Na, so eine ist es nicht. Das hat jetzt aber gedauert, Frank. Ja, ich bin weit weg. Das dauert auch immer, bis das bei mir ankommt. So. Dann muss das, dann müssen das meine Zwitscherer da oben im Kopf auch noch sortieren, zu einem Satz formen, der irgendwie für mich sinnerfassend ist. Und dann kann ich erst reagieren und das funktioniert blitzschnell. Blitzschnell. In meinen Träumen aber nur. Herr Connor, wenn du ums Eck rumkommst, was willst du dann, wenn du ums Eck rumkommst? Nach mir. Und dann hast du immer noch ein ganzes Stück bis zu mir. Du musst um die Ecke laufen, bringt dir nicht viel. Hört sie an wie nach einem Schlager. Die Wolf ist wach geworden, um sich zu verabschieden. Hey. Schlaf gut, Beo. Oder besser gesagt, tschüss, schlaf weiter gut, Beo. Noch dir tschüss, froh, Beo. Mach's gut. Fürti, mach's gut. Die Helfershelfer-Armee ist es. Nicht nur er hat einen da oben drin. Nein, nein. Mach gut, Brikodemus und Connor, ja. Tschüss, Brikodemus. Mach's gut. Mach's gut, Brikodemus. Auch dir frohe Ostern. Und beim Markus, jo. Ich werde nach unten gucken. Ja, Süßigstein, wir haben vorhin beschlossen, dass der Therapeut da eine Rap-Karriere startet und da muss er dementsprechend schwere Kette mit viel Bling Bling. Ja? Ja? Die kommt aber wieder runter, keine Angst. Weil ich habe ihm gerade gehört beim Singen, das wird nichts, du. Der singt da was von, du hast ein riesen Ego und darum baust du Lego und so, das kann gar nichts. Ja.
Wo ist jetzt das Teil, das mir fehlt, aber vor meinem Auge liegt? Ha, na komm, Ding. Hau mal was raus. Hau mal einen Schlag aus deiner Jugend. Sonst kommst du ja sonst nicht zu Wort hier. Komm. Aus meiner ich Jugend? Gebe dir die Bühne. Das wolltest du nicht hören. Ja. Da war er nur in Schwarz-Weiß. Aber mindestens genauso gefährlich. Ja, aber auf einer anderen Höhe. Ich kann mir das bildlich vorstellen, mit seinen langen schwarzen Haaren. Ja, die wallend im Wind herumflattern. Ja, ja. Die Haare. Ich hab die Haare schön. Ja, das ist eigentlich eins von Binks Kinderliedern, ist es. Und die hat ihm das dann geklaut und war bei Stefan Raab, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Oder war das dem in Maschentrautzaun? Ich weiß das gar nicht mehr. Knallerbsenstrauch. Ja, passt, Herr Sösestein. Schaue ich mir dann direkt an, wenn es da ist. Du hast angefangen, die Muppets-Sammelserie Figuren zu sammeln. Mir gefallen die voll gut. Ist nicht schlecht. Mir gefallen so Figuren, die was so auffällige extra Köpfe haben und nicht diese Standardköpfe. Aber Star Wars, die mit den extra Köpfe gefallen mir wesentlich mehr als wie die mit den Standardköpfe. Verständlich. Aber da gibt es ja, glaube ich, nur 12 Stück, oder? Die Serie hat 12 Stück. Und wenn dann mal meine Lieferungen kommen, 2 habe ich da, 5 kriege ich noch. Dann 7, dann fehlen noch 5. Das war ein kurzes Sammelvergnügen. Ja, ja, Conor, das stimmt, da bin ich. Der Bing tragt die Haare gern offen. Überhaupt beim Motorradfahren. Genau. Wer randaliert denn da? Der Markus braucht deinen Stuhl auseinander. So ungefähr, nee. Einen speziellen Kopf. Ich hab mich an die Tischkante gehalten. Markus, kannst du bitte kurz größer machen? Ja, Wally. Wo ist, also im Bing. Im Bing. Auf eigentlich war er gerade rauchen, jetzt schickst du zum Großmachen, also. Der schaut gut aus, ja. Hey, das ist ja mein Körper. Das ist ja mein Therapeut. Ein maskierter Therapeut. Oh Gott, ich geh tut nicht mehr. Ja, der schaut cool aus. Was ist denn das? Ist das eine Miezekatze? Es kommt drauf an, wenn du anrufst. Sollte, ja. Also eine Muppets-Figur hätte ich noch. Ich weiß aber nicht, ob ich schwedischen Koch? Nee, der grüne, der im grünen Kopf, der Arzt da, der. Der Kermit. Ja? Der Kermit, der Porsche. Nein! Der mit der Brille, Doktor, keine Ahnung, Doktor, Kinderpsychologe, Dr. Brügelpeitsch, ich weiß nicht, wer halt. Dr. Prügelpeitsche. die ist jetzt oben, die müsste ich jetzt holen, wenn dann, aber wäre ein bisschen weit.
Meine Eltern schlafen schon. Meine, wie heißt denn die? Ich habe ja, ja gar keine Ahnung, welche Figuren da jetzt auf dem Weg sind zu mir. Ich sind ja mal bestellt. So. Sein Kollege ist der, der wo immer. Ja, aber der ist doch nicht grün. Nee, der andere meine ich. Ich meine ja den anderen davon. Der grüne. Ja, der ist auch nicht grün. Er hat einen grünen Kopf. Ach, das ist doch irgendwas mit. Das ist ja mal ein komischer Schlumpf. Honig oder Bienen irgendwie. Ach Gott. Ist aber ein grantiger Schlumpf fest. Bienhausen oder wie er heißt. Den gibt's doch, oder? Den grantigen Schlumpf. Ja, ja, der Grumpy. Also, habe ich jetzt noch nicht als grantigen Schlumpf erlebt. Also. Muffel? Ja, ist das nicht der, der mal diesen Samstagstream macht? Muffel? Oh ja, der ist auch grün. Ich glaube, ich weiß nämlich, wen er meint. Ja, genau, da ist er. Der mit der Blume. Du meinst den da, ne? Neben einem Hund. Genau, rechts daneben. Das da ist der Haberer. Genau. Und ich habe jetzt hier und den Kuckuck da mit dem Heferl. Und bestellt habe ich, glaube ich, andere, logischerweise. Ich weiß es nicht. Ich müsste noch schauen bei Brickling. Ja, wenn du jetzt den nicht bestellt hast, dann kann er den dazu packen, weißt du schon. Also. Ja, schauen wir mal. Ganz chillig bleiben. Ist nicht gut für meine Nerven. Nur zu Info. An den Nerven hat jeder. Du hast das an, meine Nerven? Das ich doppelte Dosis meine, für mich. Ich hab's auch schon an meine Nerven, sag ich. Die Arbeit stresst mich momentan. Stressen nicht mehr eigentlich so gerade Nerven. Also der Stress ist eigentlich schon minimaler geworden. Mir geht schon besser, fühle ich, aber mich nervt es gerade. Irgendwie langweilt es mich gerade nicht. Aber vielleicht ist das gut so. Ich bin nicht mehr so gestresst. Und ein paar Sendtrupper habe ich auch schon. Abgesehen von denen, was ich schon stehen habe. Hast du das Angebot gesehen auf Discord? Der eine da, der wo die verkaufen wollte, da irgendwie. Ja, da habe ich dann vergessen, da muss ich noch hinschreiben. Ich meine, ich habe jetzt einmal 35, 40 Stickeln. Uiuiui. Ich habe 3. Aber schlimmer sind ganz, ganz einfache Bewohner für Tatooine, ist zum Finden das Schlimmste. Du musst die Glocken läuten. Was war das? Gibt's Essen? Das war mein Diesel, da wo ich meine Tannenfarbensteine eigentlich. Hört man das so gut jetzt? Wie gesagt, das ist die Geräuschunterdrückung, die habe ich weg, jetzt hört man wenigstens wieder alles. Das ist schön. Gut sei Dank. Du Hansi? Ja, Ingo Lau. Ja. Da ist er. Hast du recht, Hartfried. Was ist, Frank? Red. Achso, hast du mich gehört? Ja. Der Herr Sösestein hat da ein Foto geschickt. Kannst du mir. Hast du schon geschickt? Okay. Ja. Habe ich da ein Foto geschickt? Passt. Schau ich gleich. Habe ich nicht mehr mitgebracht. Der Klembeer, Klembeertherapie, von woher kommst du aus Österreich? Aus Niederösterreich. In der Nähe von Wiener Neustadt. Also wenn es beim Hans seid, da ist dieser riesige Container, wo er sein Zeug drin hat, der Hans. Dann fahrt ihr noch 4 Kilometer weiter rechts und dann nach dem 4. Baum links, dort wohnt er. Also an der großen Eiche. Ja. Ja, da haben sie aber jetzt eine Umleitung gemacht. Da hucken 3 Eichkatzerl und die weisen dir den Weg. Wenn die Pfingstrosen um Mitternacht blühen.
Und ja, nicht füttern noch Mitternacht. Und der Klemper, wo kommst du? Also, Foto muss ich schauen für den Herrn Sesselstein. Hallo Klemper. Hallo Klemper. Klemper, servus. Servus. Ja, servus, guten Abend. Schön, dass du reingefunden hast. Ich will gerne ein bisschen Banner spielen hier. Du meinst dann der Sesselstein, perfekt. Oh, Gremlin, der ist ja cool. Ja, das sind schon ausgefallene Figuren. Die wird gut in die Stadt passen. Wo ist eh der Gremlin? Der würde gut ins Kino passen. Mit einer Tüte Popcorn. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich gehört hast, Herr Sesselstein, aber das ist perfekt. Super ist es. Na gut, Markus, halbe Stunde. Du brauchst aber ganz schön schnell hin. Habt ihr mal was vorbereitet? Ja. Da ist die Zentrale. Das ist, ja, die habe ich schon gesehen, genau. Da kommen die ganzen Infos rein, werden verarbeitet. Das ist so geil. Bio bringt gerade seine Fotos rein. Connor wartet schon auf ihn. Ja. Oh, sind das Dagrid Ziegelsteiner oder was? Ja. Überhaupt noch nicht gesehen. Ja, geil. Ich will jetzt nicht sagen, die sind exklusiv für mich, aber. Mit dir rede ich eh nichts mehr. Aber da sitzt jemand bei uns jetzt gerade so im Umkreis, also da bei uns, so intern. In Holger habe ich gesehen. In Holger habe ich gesehen. Der hätte das Holger, auch gerne, ja. Aber der hat auch keine. Holger, Holger, alles da. Natürlich. Chinuna, oder? Chinuna. Bio. Und eine Mümpfe. Wer soll aber das sein? Wer ist diese sonderhafte blaue Mümpfe? Wer soll das sein? Der Connor? Nein, der Connor hat ja seine Siegfried. Connor ist dabei. Der hat seine eigene Figur. Könnte ja der Miesling sein, weil es zum Namen passt. den triff ich überhaupt am Dienstag, Mittag. In Regensburg. Der Klemper aus der Steiermark ist er. Von wo aus der Steiermark? Also, so ungefähr. Ich wohne zur Grenze zur Steiermark. Dann in meinen Nachbarn da drin. Und du bist ja nur eine Viertelstunde, 20 Minuten weg von mir. Genau. Über den Berg drüber ist die Steiermark. Wenn er gleich hinter dem Semmering wohnt oder so? Ja. Ja, beim Wechsel vorbei. Ja, was grenzt dann die? Ich? Bei mir ist der Wechsel. Über den Wechsel drüber ist die Steiermark. Aber bei dir fängt direkt der Wechsel an, oder was? Ja, klar. Ich fuße des Wechsels, okay. Ich fahre über den Wechsel drüber, ist die Steiermark. Oder Autobahn, okay. Dann fährst du vorbei. Nehmen einen Wechsel vorbei. Ah, Red Bull Ring, okay, das ist ein bisschen weiter. Das ist weiter, ja, okay. Das haben wir auch schon gefahren. Oder da können wir uns zusammen tun. Ich bin rechtsdetiert. Du auch, also tun wir uns zusammen. Jeder treibt mit links. Thank you.
Süße, ich habe da ein Foto geschickt. Das bekommst du dann für einen Franks Sigfig. Weil wir dann die, wenn wir dir die Figuren schicken. Der Klemper, du kannst aber gern auf meinen Kanal gehen, da steht meine E-Mail-Adresse, da können wir sie zusammenschreiben. Vielleicht rendern wir irgendwas. Was gehört Holger? Vielleicht läuft mal was. Ist das ein Insider bei euch zwei, oder was? Nein. So, bevor ich Tüte 10 angehe, muss ich mein Handgelenk mal ein bisschen verschnaufen lassen. Okay. Was hast du eigentlich, Holger, beim Handgelenk? Was ist denn passiert? Ich habe gedacht, wird irgendeine Stauchung sein, aber nachdem es dann auf einmal mit der Besserung nicht weiterging, eher dann wieder ein bisschen schlechter. Dann gedacht, naja, ist vielleicht doch mal gut zum Arzt zu gehen. Der hat geröntgt, nichts. Salbe verschrieben, Tabletten verschrieben, hat nichts gebracht. Okay. Jetzt habe ich Ende April MRT, aber jetzt habe ich mal bei Google geguckt. Da habe ich gedacht, okay, ich gebe jetzt irgendwas Undefiniertes ein, so wegen Schmerzen der Handgelenk Unterseite. Mal gucken, ob er irgendwas bringt. Und tatsächlich. Ja, hoffentlich. Waren alles eindeutige Berichte, wo ich dann so durchgucke, so, okay. Also demnach könnte es durchaus sein, dass es eine sehnenentscheidende Entzündung ist. Mhm. Die durch den Sturz zustande gekommen ist. Okay. Ich so, toll. Aber es ist schon länger her. Also es dauert schon ziemlich lange. Ist das. Ja, also, wo ich ihn höre, jeder sagt, oh, sehnenscheidende Entzündung, oh, das kann lang dauern. Ich so, toll, danke. Ich habe einmal eine gehabt, 4 Monate. Der nächste, wo mir Hoffnung macht. Ja, es hilft aber nicht. Da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch. Mein Vogel habe ich schon über ein Jahrzehnt. Da muss ich auch durch. trag der Schiene und gib einem Frieden. Also wenn es nach meiner Meise geht, die habe ich schon bei 45 Jahren. Da ist der Rezeptblock, da ist der Stift. Sag, was brauchst. Aber ich muss sagen, die ist trotzdem angenehmer wie das mit dem Handgelenk. Das stört mich mehr. Ja, Klemper, gern. Auf jeden Fall. Angebot steht. Die in der Apotheke meinte doch, ja, aber Salbe und die Tabletten zusammen werden nicht nehmen. Ich so, warum? Ja, das potenzierte die Wirkung. Ich so, naja, Gott, nachdem die Tabletten bis jetzt nichts gebracht haben, kann es ja mit der Salbe nicht schlimmer werden. Hat sie mich groß angeguckt. Ja, hilft es nicht, schaut es nicht, ne? Genau. Hilft es nicht, schaut es nicht. Aber sagt mit man halt bei uns. Nicht. Hilft es nicht, schaut es nicht. Das ist also eine super Redewendung. Hallo, aber bei uns sagt man. Aber bei uns sagt man, es gibt nicht so viele Tage im Jahr, als wie der Fuchs am Schwafel hat. Also. Servus. Was? Ich habe einen Steinadler. Cool. Ja, am Red Bull Ring, da
fliegen andere Sachen. Da fliegen ganze Autos durch die Gegend. Ja. Das ist klar, Conor. Naja, aber zum Fliegen brauche ich nicht unbedingt Red Bull. Na, aber die Autos, die dementsprechenden. Da haben schon ein paar. So, bin ich jetzt. So. Zack. Zack. Also das Bauen, das entspannt schon wirklich ungemein. Momentan habe ich wirklich wieder Spaß am Bauen. Ja. Schau mal, Bing, ich bin jetzt schon ein bisschen weitergekommen. Mehr wie sonst immer in meinen Streams. Also ich habe schon Tüte 3 gemischt. Geil, es macht wirklich viel Spaß. Also hätte man jetzt nicht so gedacht. Aber André wollte uns ja besuchen, da hier. Er ist auf Besuch. Ich muss das auch alles sehen, dass ich das auch gemacht habe. Mhm. Ich glaube, er holt sich ein kugelsicheres Tütü ab. Du wieder. Für einen gefährlichen Außeneinsatz. So was brauche ich nicht. Für den Taubschutz. Ja, Herr Söselstein, die Frage stellt sich nicht. Kommt doch erst mal hier raus. Den ganzen Durchgeknallten, die da drin sitzen, braucht man sich nicht fragen. Blöckeweiß-Rezepte kommt die da verteilen. Blöckeweiß. Ja, wenn dann der Therapeut. So muss ich zeigen, wenn dann der Therapeut einzieht, dann haben wir auch einen Therapeuten, dann ist sie wie eine Klapsmühle. Dann brauchen wir aber, wenn der Eintritt verlangt, weil der Therapeut ist exklusiv. Wie gesagt, das ist alles eine Symbiose. Ich möchte auch was haben davon. Heute fällst du mir schon auf. Das kann ich da sagen. Hansbrix und ich stellen uns an den Türrahmen, da kommt eh keiner ohne zu zahlen. Ganz genau. Versiegelt automatisch, du oder kommt was? Kommt hier nicht rein. Das ist wasserdicht versiegelt. Ja. Die drehen freiwillig um, glaubt man es, da fragt keiner. Aber jetzt lass doch mal endlich mal den Bing zu Wort kommen hier. Ewig dieses abschneidende Wort hier. Der redet aber heute schon mehr wie die letzten 3 Monate, wo ich ihn kenne. Ja, das muss man auch sagen. Aber er beschwert sich ja im Chat, dass er hier nicht zu Wort kommt. Der arme Junge. Ich habe mit ihm geredet, dafür Gott. Ich drück schnell ein Tränchen raus. So? Aber Bing, wir werden das einmal so machen, dass ich da mit Hansi gemeinsam werden wir da uns in der Shopping City treffen. Wenn der Hansi fort mit mir. Natürlich. Ingo, mach's gut, Ingo. Mach's gut. Gute Nacht, Ingo. Gute Nacht. Nee, Conor, zum Glück nicht. So, Bing, vor lauter gute Nacht habe ich jetzt nichts gehört. Danke, Ingo. Ich hab nur das Gestikulieren mitgekriegt. Wiederhol's bitte. Bing. Ja, wirklich. Blend mich mal ein hier.
jetzt bewege ein bisschen seine Hände und ich rede dazu, okay? Also, lieber Frank, ich habe für dich und den Hans-Georg so ein kleines Lunchsäckchen, so ein Papiersäckchen, da sind Sachen für euch drinnen. Und wenn ich ihn mal treffe, dann übergebe ich ihm das und dann könnt ihr das tauschen. Und wenn wir es irgendwann schaffen, uns gemeinsam zu treffen, können wir den Rest auch tauschen. Ja, super. Jetzt musst du dich verneigen. Ich bin drauf. Nein, Holger, du musst ihn verneigen jetzt. Ach so. Konnichiwa. Ja. Genau, gut. Das sage ich vorab schon mal danke, Bing. Ja, danke schön. Das Bing, sagst du jetzt. Jetzt bin ich wieder neugierig und muss mir jetzt da was überlegen. Ein Therapeutenkollege und ein kleines Säckchen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, Brigitte, er kam ja nicht dazu. Es war ja so ein Herr unter ihm, der verhindert hat, dass er Schiller drucken kann. Und jetzt muss er noch einmal warten, weil das Teil, das vorher gerade neu eingebaut worden ist, jetzt schon wieder verschlissen ist. Wir wollen ja niemanden angucken, beziehungsweise mit dem Finger drauf zeigen, wer schuld ist. Der ignoriert euch eh groß. Gekommen. Ja, das kann er. Was ist? Was? Und was geht's? Holger. Hashtag Druckerverschleiß. Und was geht's, Holger? Redst du mit mir, Holger, oder was? Wärst du unterteilt? Nein, mit dir nicht, nur über dich. Ach so, auch über mich. Ja, ich hab's nicht verstanden. Das ist viel besser. Über ich dich. Ich bin voll im Bauern. Wir reden über dir und unter dir. Der eine sitzt neben dir. Mach nichts. Der andere dran von dir. Das glaube ich nicht. Von mir träumt niemand. Albträume, ja, wandern Albträume. Oh. Na, ich hab schon träumt von uns, Hansi. Da wollen wir Bungee springen. Bungee. Da sind wir vom Donauturm gesprungen und dann war es der schiefe Turm von Pisa. Aha, dann war ich los, ne? Dann war es nur mein rotes Mus. Ja, das Restaurant oben war ein bisschen unwuchtig dann. Aha. Von mir, ne? Ja, ja. Na, wir zwei haben einen Tandem-Sprung gemacht. Na super, das auch noch. Ja, das hat der Erdbeben. Wir haben gerade der Tuna wieder zickt aus. Uns war es halt schön, Gott sei Dank. Na, wir mit dem depperten Sahara-Sturm da. Na, wir haben mal Glück gehabt. Ja, Pfui Teufel. Ja, wenn ich wieder nicht zu Wort komme, gell? Oder, das ist aber noch besser. Ah, das Unaussprechliche gleich. Uiuiuiui. Conor, da haben wir eh schon drüber geredet. Ja, da wird noch was kommen. Ich hoffe, Mario oder Andi werden bei mir live sein und erklären es dann selber. Der Andi hat ja eh gemeint, er erklärt es dann bei mir im Stream.
Das kriegen wir hin, da sind wir dabei. Alles gut. Fakt, ist Fakt. Passagierschein A38. Den willst du auch sehen? Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß ja nicht, wer es noch nicht gesehen hat. Merci, merci dir, Klemmler. Wir sind mal voll normal. Ich glaube, der Hans-Georg hat ihn noch nicht gesehen. Oh ja, den hat man schon gesagt. Oder hast du mir ein Foto geschickt? Das weiß ich jetzt nicht, aber keinen Turin. Ich glaube, ein Foto hast du mir geschickt. Aber voll cool. Den habe ich mir nicht drucken lassen, den habe ich vergessen. Der ist exklusiv, den kriegst du nicht. Das möchte man sehen. Wo sie Kohle tut, kriege ich den Stein auf jeden Fall. Sicher nicht. Sicher schon. Das habe ich mit ihm schon besprochen. Eingetragenes Warnzeichen Bing. Ja, Bing, genau. Hört sich an nach einer Challenge. Ganz, ganz wichtig, wenn euch der mal anruft, nicht abheben. Genau. Richtig. Der von dir aber gar nicht mehr mit dir telefonieren. Du rufst ja ständig an. Ja, ich weiß, ganz schlimm, oder? Jetzt kriege ich jetzt den Blätten auf. Gute Nacht, mein Nutella. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Ja, super, jetzt habe ich den Aufgeberschiff für mich. So, mein Nutella, danke, dass du da warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, gerne. Das seid ja ihr alle. Die, wo den Stream ausmachen. Deswegen macht es ja so viel Spaß und Laune. Und wow. Eine halbe Katze. Okay. Wo ist die Rest? Wo ist die zweite Fliese? Wo ist der hintere Teil? Die liegt bei Alf auf dem Teller. Ist der alles fort, Wahnsinn. Ich möchte mal einmal bei dir vorbeischauen. Du willst mich überfallen? Nee, vorbeischauen. Ich will dir einfach mal die Hand geben. Ich will dir nur mal die Hand geben. Hallo sagen. Im Vorbeischauen. Also er hat nicht gesagt, er will reinschauen, er will nur dran vorbeischauen. Du kannst das Benzin gut sparen. Also du sagst, komm herein. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich mit denen allein nicht in der Wohnung möchte. Komm herein! Du hast mir jetzt schon wieder Angst. Komm herein, ich bin's, der Bing. Ich bin's, der Luis von da. Und dann hast du das Katana schon im Bugel stecken. Ja. Kann da passieren. Ich will ja nichts sagen, aber der Hans-Georg hat es auch überlebt, ja? Natürlich, weil ich da Aufgabe gegeben habe, Steine zusammenstecken und Schachtel füllen. Ja, weil viele, man viele. Muss einfach nur beschäftigen. Man muss ihn einfach nur beschäftigen, dann ist man sicher. Ach so, und weil du mal Arbeit gegeben hast, ja, weil du mal Arbeit angeschafft hast, ja, hat er sie verdient, dass er da einen Kaffee auch noch machen darf? Natürlich. Okay. Und tschüss, Klemmler, pfiatti. Klemmler, ciao, pfiatti. Ciao. Servus. War schön, dass du deiner geschaut hast. Ciao, Klemmler. Der Klemmler, macht's gut. Grüß dich bei mir und dann machen wir was. Aber ich bin gestört, du musst da... Was er immer tut, fast du auch immer erlässt. Vollgas. Gibt es keine Garantie.
Danke, Hansi, das hast du lieb gesagt. Ja. Ja. Da habe ich schon schlimmer nicht gesehen. Schlimmer geht's nicht mehr. Wie Hansi? Na, wie Frank. Schlimmer geht's nicht mehr. Na, der Zug ist auch angefahren. Irgendwo. Ich wollte einen Rekord halten. Ich brauche ihn nur mehr eintragen lassen. Guinness Buch. Guinness Buch der Gestörten. Guinness Buch der Rekorde. Ich glaube, der letzte Rekordhalter hat 4 A4 Seiten gehabt mit Diagnosen. Ich habe 4 Ordner. Ich habe gewonnen. Geil drum lassen. Sonst gibt der nächste. Ja, und wenn ich das dann herzeige in der Apotheke, kriege ich ein Rezept gratis. Dann spare ich mir einmal die Rezeptgebühr. Aber das Buch muss ich mir auch selber kaufen. Beim 10. Rezept ist das 11. umsonst. Ja, na, die winken eh schon von der Weiden, wann ich komme. Ja, komm rein, geh. Umsatz, wenn er kommt. Wir Stammgäste sind wir immer zu haben. Was ich mir auch mal gemacht habe, ist, wenn ich quasi auf Reisen gehe, natürlich will der Fokus das jetzt nicht. Er will nicht auf Reisen gehen. Bing für das Graben. Das war wie scheiße. Wenn er auf Reisen geht, ist er immer besoffen und fällt irgendwo um. Das wollte er uns jetzt sagen damit. Jetzt schluft er. Da wie er da landet. Der ist besoffen, wenn er auf Reisen ist. Ja. Wenn ist dann der Bock das nicht. Hat immer irgendein Kotz mit und landet dahinter in der Ecke. rüber die Klasse. Ja, dann kannst du da halt zumachen und dann bist du quasi immer dabei, ne? Oder auch nicht. Was ist das? Star Wars? Das ist aber kein Lego, oder? Alter, Renzi. Bist du nervös oder was? Macht er die Unruhe? Kannst nicht aufmachen. Der hat schon einen Stimmbandmuskelkater heute. Alter, das ist aber cool. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das ist schön. Das gibt es auch von den Jago schon. Wo ist das her? Das ist schon länger nicht mehr im Handel erhältlich, aber das war ganz normal. Das ist toll. Das ist schön. Dann tu es weg, dann will ich es gar nicht mehr sehen. Bei Lego selber, achso. Also den weißen kann ich auch nicht sehen, ne? Na, dann, oh ja, du zerkehrt das. Dann geht es da besser. Warte einfach. Ach so wie damals diese, generell so wie früher diese Wackelbilder waren, wo sind die Überraschungseier waren und so, ne? Ja. Und in die Wundertüten. Ich bin Batman. Ich bin Bongman. Nein, Batman. Das ist der Bingman. Das ist der Wingman, er ist der Bingman. Schwing dein Ding, Bing. Das ist jetzt fertig. Ich glaube, ich muss jetzt extra mal extra einen Stream für den Bing machen, also einen Herzeigestream. Nur der Bing, was der alles hat, das ist ja eh nochmal normal. Das ist ein Wahnsinn. Ey. Und dass er mal endlich sofort kommt. Voll geil. Hi, Klemmbausteinzimmer. Oh. Servus. Servus. Hallo, Klemmbauzimmer. Klemmbaustein. Markus. Schön, dass du reinschaust. Freut mich. Du hast ja gemeint, ne, du hast nicht viel Zeit, aber schön, dass du reinschaust. Hast. Freut mich. Und Montag steht, kein Problem. Montag, wie gesagt, ich komme.
Haben wir ja ausgemacht. Hat das ja gesagt. Also, wenn es will. Wenn ich da noch wie Pich gut. Es ist schon nach 22 Uhr, oder? Es ist 23.59 Uhr. Na gut. Oje, wenn er durchlegt. Ich mir denke, an 23 Uhr, das ist ja eh ein Arsch, weil der nächste kann es um 6 Uhr früh ansehen und dann bringt es auch nichts. Das ist korrekt. Das ist nur Etikette. Oh, Miezekatze. Hallo, Garfield. Das ist nicht Garfield. Nee, kennst du dick bestimmt nicht meinen. Du hast ihn nicht beleidigen von Markus. Was ist mit mir? Das ist Kropfen. Ist der auch gefühlt, der Kropfen? Von Alf ist das. Du bist nicht mehr eine Katze, du bist jetzt ein Krapfen. Mahlzeit. Nein, der Spruch heißt anders. Du bist kein Kater mehr. Wie auch immer. Ob ich auswendig gelernt. Ob ich die Kassetten kommt. Da hat es noch die guten alten Kassetten gegeben. Juhu. Splish, splish, splash. Ja. Ich meine, das Grüne ist so ein Alienblut, ne? Das Gelbe ist vielleicht Pipi. Man weiß es nicht. Wofür braucht man das denn? Zum Herzeigen. Ja. Also was hört man da in einem Lego-Stream ist. Genau. Und dann hast du halt hier so Blut und Wasser, das verstehe ich hier auch noch. Das sieht aus wie ein überfahrener Frosch. Ja, da kannst du doch viel damit machen. Aber beim letzten bin ich mir nicht sicher, was sie damit machen wollten. Weiße Farbe. Genau. Hat der Marder gekleckert. Richtig. Ich überlasse das mal eurer Fantasie. Ist doch klar. Der Mann hat gekleckert. Oder in der Küche ist die Sahne ausgelaufen. Ja, ist klar. Klotzki hier, Sembo Club. Ist klar. Ja, dann müsste aber der größer sein. Aber wenn es von dem ganzen Club sein soll, was auch immer, dann ist es zu klein. Oh, Xalinia, habe ich dich auch schon begrüßt? Wenn nicht, dann... Ja, am Anfang. Schön, dass du rein bist. So, oder? Ja. Ich darf doch die liebe Xalinia nicht vergessen. Um Gottes Willen. Als Süßenstein, wenn, dann eher das Weiße für deinen Puff. Aber nicht das Grüne. Tuff, 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 wir fahren ins Puff. Ja, jetzt will er sich wieder rausreden. Tuff, hier. Tuff. Klotzki. So, ich versuch's jetzt nochmal mit meinem WLAN, weil mein LTE geht mir schon wieder aus dem Sack. Ich habe den Therapeuten verloren. Achso, es waren 2 Stunden, ne?
Er ist im Grünen gewesen. Jetzt war er sucht schon mal die Eier. Erster. Jetzt ist er ganz weg. Oder der ist der Osterhase, der versteckt die Eier jetzt schon. Er versteckt sie live mit uns. Oh. Dann wissen wir genau, wo es sind, dass wir es finden. Naja, aus der Position konnte sie jetzt halt nicht sehen, wo er war. Ich schon. Da bin ich schon, Eier verstecken. Da ziehen wir. Da ist er ja. Danke, Klemmbausteinzimmer. Wünsche ich dir auch frohe Ostern. Ja, frohe Ostern. Ja, sagt er, verstecken. Frohe Ostern. Natürlich. Ich sagt er, verstecken, dann muss ich das machen. Natürlich. Und sagen wir sie ehrlich, Lego baut habe ich eh nicht. Oh ja, die Kette. Die Kette habe ich unbedingt beim Therapeuten. Und den Diamanten. Aber es hat noch immer diesen sandigen Geschmack da heraus, gell? Mhm. Und vor der Stirnlampensicht, man richtig den Staub. So unangenehm ist das. Frank, der Klemper hat geschrieben, das E-Mail ist raus, gell? Er hat da schon E-Mail geschrieben. Ah, okay. Danke, danke. Werd mich dann, wenn ich wieder drin bin, würde ich dann schauen. Such dir ein Hobby, Facebook natürlich. FB, Fanbase. Fanbase, genau. Ja, Facebook benutze ich auch selten. Was ja Instagram, Discord, YouTube ist schon zu viel. Ja, wir benutzen heutzutage noch ein Buch. Also es gibt E-Reader. Da brauche ich doch kein Buch mehr. Ja, aber Holger, ich meine. Ja, wunderbare Katze. Okay. Herr Süßestein. Tschüssi. Tschüss. Wir machen wieder noch. Titi. Wir machen ja dann auch dann Feierabend. Schlaf gut. Wir machen dann Feierabend. Hans, morgen Stream, ja. Ja. Wo? Hier, genau. Dann blende ich das mal ein hier, genau. Blende ich bei dir auch hier ein. Aber 10 nach 10 stimmt schon noch, weil ich habe jetzt den Banner hier auf 10 nach 10. Stimmt das? Ja, das passt ja. Aber nicht vergessen, die Uhr umstellen, gell? Wir haben eine Stunde länger derer Nacht. Ja, das stellt sich bei mir hier automatisch um. Das ist automatisch, ja. Alles wird automatisch umgestellt. Wunderbar. Ich wollte es nur erwähnen für die, wo es nicht automatisch ist. Ja, du bist ja so nett. Nicht, dass dann wer zu spät kommt. Ja, natürlich, du schaust nicht, doch. Ja, nicht, dass du heute beim Hauptsitz nicht so. Ja. Dass alle pünktlich sind und nicht sagen, ja, wir haben es nicht gewusst, bringt der Stunde. Natürlich. Ja. Aber blöd ist, wenn alle da sind und bei mir stellt sich nichts an, ne? Dann ist für dich blöd. Dann hast du es, wo warst du? Wir waren alle da. Rotspur. Grindiger Arsch. Wo bist du? Das hast du gesagt. Ich sag nur Rotspur. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich bin in deinem Kopf. Ich hab dich auch lieb, Schatzi. Ja, denke ich auch. Ja, passt schon. Ja. Hat das jetzt auch richtig gelungen, oder was? Nein, ich weiß nicht. Das hat so einen leichten Unterton gehabt. So. Man spürt diese Liebe direkt. Die kommt rüber. Ja, bis ins Vibration, die hast du noch nicht erlebt. Wenn er da ist, dann grabe ich da immer so unter den Tisch, grabe ich da immer so zu. Das du bist der Trottel. Ja, der Hans,
Der Hans oder der Hund? Ja, ich weiß nicht. Du hast bloß Vorstellungen. Du hast ein Rezept. Du hast ein Rezept. Ja. Kugel. Sind wir nicht alle ein bisschen Bruder? Meinst du ein bisschen mehr? Ja. Ich schätze mal, deswegen werden wir uns kennengelernt haben, deswegen werden wir auch jetzt schon und so lange streamen miteinander und deswegen schätze ich mir, dass die Chat, die Leute im Chat auch immer dabei sind und das auch so nachverfolgen und Spaß dabei haben. Sonst wäre keiner mehr hier wahrscheinlich. Also, wir sind alle Bluno. Passt schon. Und ein bisschen mehr, genau. Ja, du hörst das ja schon genug zwitschern im Oberstübchen, oder? Ja, ja, ich habe ein Tinnitus im Auge, ich sehe ja nur noch Pfeifen. Du schaust immer in den Spiegel, oder was? Wenn man jetzt mal ins Spiegel zerreißt, die fixiert mir brauchen, nein. Wenn ich mich selber anschaue. Oh, der ist aber gar nicht so klein, der Erzwuchchen. Schön. Nein. Aber das ist wieder so eine Anekdote, wenn du im Spiegel schaust. Lenk mich nicht ab, ich bin mein Bauer. Wer sitzt tot im Spiegel? Nee. Ich schau, der ist ja gar nicht so klein, der Kopf. Ach Gott im Himmel. Da komme ich nicht mehr, das ist mir jetzt deppert. Ich hätte mir gedacht, das gefällt dir. Das ist doch das, was. Ich hätte mir eigentlich gedacht, das ist das. Ja, aber bis jetzt bin ich mit einer Stunde ausgekommen in der Woche. Jetzt brauche ich zwei. Ich meine, das geht jetzt Geld. Ich brauche mehr Geld für Lego. Ja, pass auf, ich bulle jetzt drei. Nein, aber dann habe ich keine Zeit mehr zum Streamen. Das geht gar nicht. Ah, das ist schlecht. Ah, Bing, jetzt habe ich. Du meinst den da, ne? Jetzt bin ich. Ja. Macht echt Spaß, das Ding. Also ich war heute komischerweise. Ja gut, es ist Ostern, ich bin ein bisschen angeschlagen, Grippe, Halsschmerzen. Aber das Ding macht mir echt Laune. Ich bin heute direkt voll konzentriert. Du redst da weniger. Ja, das kennt man so von dir gar nicht. Ja, ja. Man merkt, ja. ich bin tiefenentspannt, ich habe gute Laune, aber ich rede halt nicht so viel wie sonst immer. Ja, ist doch schön. Ist doch auch mal was gut. Ja, es erholt halt für die Ohren. Ja. Da siehst du mal, wenn der Bing Zeit hat, was aus dem alles aussprudelt. Ja, eben. ich bin ja froh. Ich lasse ihn ja eh gerne, um Gottes Willen. Weil sonst ist ja eh immer der Stille, weißt du schon. Ja, schon furchtbar. Selbst im Stream kommt er nicht zu Wort, wenn er schon nicht im Chat zu Wort kommt. Also, furchtbar. Seine Frauen verprügeln ihn ständig. Zum Song hat er nichts. Es ist ein ganz armes so der Bing. Dann lasst sie am wenigsten im Stream hier und da mal was sagen. Ich weiß ja nicht, was mit euch los ist. Jetzt ist er eh schon immer in so vielen Streams und trotzdem hört man so selten. Ja. Er ist halt ein Mann mit Taten. Ja. Er redet nicht höher, zeigt uns seine Taten. Er hat aber ein hübsches Lächeln, muss man sagen. Das hat sich schon eingebrannt bei mir. in die Netzhaut. Das stimmt, ja. Oh Gott, eigentlich wollte ich voll schlafen gehen. Geht. Ja, jetzt, wo wir eine Stunde weniger haben.
Von mehr Oma. Sommerzeit ist plus, also muss die Stunde auf 7 stellen. Wir stellen von 3 auf 2 zurück diese Nacht. Ja. Wir haben eine Stunde mehr, weil es dann nicht 3 ist, sondern erst 2. Also haben wir eine Stunde mehr. Nee, im Sommer stellen wir vor. Im Sommer stellen wir vor. Im Sommer stellen wir die Gartenmöbel raus. Raus und wir stellen die rein. Genau. Merken wir es auch. Also wir sind ja vorgestellt. Von 2 auf 3. Von 2 auf 3 und nicht von 3 auf 2. So sieht es aus. Ja. Stunde weniger. Dann bin ich morgen müde. Ja, glaube ich. Mir ist das scheißegal, für mich ist er wieder doch gleich. Wenn du das machst, bist du ja morgen 2 Stunden zu spät. Aber meine Uhren, was ich da habe, die stellen sich eh alle automatisch um. Also ja, bei uns auch. So, ich brauche 10 nach 10 bin ich da und fertig. Mir ist wurscht, bei mir sind alle gleich. Ich habe jetzt den Bauabschnitt gleich fertig, dann mache ich sowieso Feierabend. Ja, was? Dann haben wir noch genug Zeit zum Schlafen. Also ihr zumindest, ich nicht, weil ich immer so um 9 Uhr aufstehe, weil die Kinder kommen und Familientag. Ja, und ich bin auch wieder um 6 Uhr munter. Ja, und ich stehe spätestens um 7 Uhr auf. Schlafen kannst, kannst nichts mehr schlafen, sonst nichts mehr. Schlafen kannst, wenn du da bist. Ja. Schlafen kannst, wenn du mit die Gruppe mal treten. Du musst alle treten. Natürlich. Ich baue da dann was aus Lego. Ein Rutschen? Super. Ja, da brauche ich aber viel Lego, Hansi. da ist dann nicht genug da. Da muss man es aber früh nur sagen, nicht, dass das dann während dem Rutschen zum Riechen anfängt. Ja, ach so, dann baust du es halt vorher. Ja. Dann musst du halt schneller bauen. Ich mein, ja. Bin da dabei. Bringst mal Steine, ich baue da Rutschen, du mir ist das wurscht. Glaubst du, dass das noch davonläuft, wenn du eh schon gestorben bist? Ob du da einen Tag länger brauchst für die Rutschen? Das ist dann auch schon wurscht. Naja, aber es ist dann blöd, wenn er schon das Riechen anfängt. Ja, dann tut er ein wenig Parfüm oder was drüber. Es kommt nicht gut. Was noch 47 Euro oder was? Echt ja. Nicht Wasser. 47 Euro. Und den Scheiß kann ich mich auch noch erinnern. Das ist schon genauso alt wie die Kassetten. Die alte Werbung. Eieiei. 47, 11. Immer ein gutes Zeichen. Gott, oh Gott. Ah ja, ehrlich. Bestimmt mal wieder ein Zug, aber nicht von Louis. Ah, was? Wenn du das fährst, musst du mal die erzählte Minifigur zeigen und erwähnen, dass da keine Fremdfarben drin sind. Dann zeigst du. Was? Fremdfarben? Ja, innen schon. Ja, Einhornkotze. Es sind schon ein paar Farben drin. Es ist jetzt dezent, es ist nicht schlimm, aber es sind welche drin. Also. Und ihr wisst ja, wenn ich die Sets präsentiere, ja, ein bisschen zerrupfen könnte ich sie, aber es ist nicht tragisch, sagen wir es mal so. Es sind ein paar Farben drin, aber nicht rosa, lila, violett oder sowas. Aber es ist dezent. Da muss noch alle blauen mit rosa tauschen. Können wir machen. Ich habe halt Tannenfarben mit Dark Blue Grey und Light Blue Grey getauscht, weil ich die Tannenfarben natürlich ja, Kunda, der ist geil. Ja, halt köstlich. Was? Hast du die Baden gerade ihre Hände drin? In Leo? Nein, in Leo. So, das ist älter als der Wetterglatze, oder? Tokio. Sturm. Was ist denn drei Wetter da? Oder was? Den brauchst du. Den brauchst du drei Wetter da.
wenn es in London regnet, bei minus 14 Grad, egal, die Glatze sitzt. So stark kann der Wind gar nicht gehen. Drei Meter. Oh, es friert an. Bei minus 14 Grad wird es an deine Glatze frieren. Ah. Ja, gut, ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, durch diese Aerodynamik, ja, wie dann hinten so ein Eiszapfen so langsam im Hinterkopf wächst, weißt du? Vorhin, wenn der Bin geht, durch die Aerodynamik wird er automatisch immer schneller, ohne dass er ihm dieser Kraft kostet. Es geht automatisch. Es ist ein eigener Antrieb. Ja, dann geht automatisch hinten der Spoiler hoch, weißt du, und dann geht der Tiefer vorne. Ja, der Eiszapfen. Ja, ja. Dann geht der Turbo, dann Rallye-Gang und dann dahin geht's. Der arme Bing. Dann redet er mal ein bisschen was und dann ärgern ihn wieder alle. Bing, ich bin auf deiner Seite. Komm, hau mal einen raus hier. Teil mal aus nicht, hier. Nicht ganz, du bist unten rechts. Von mir aus gesehen bin ich unten links. Ja, Spiegel verkehrt. Ich weiß nicht, ob der Spiegel verkehrt ist. Du hast ja keinen mehr. Laptop-Spiegel. Ja, Kamera halt dann. Na, such das aus. Ja, wurscht, nimm's her, was du magst. Was schreibt da? Mein Pfine, wenn man wechseln sieht. Oh. Eieiei. So. Und im Sommer können sie sich Eier draufproben. Auf jeden Fall, ich bin fertig, Tüte 7, fange dann halt nicht mehr an. No, er hat schon noch. Ja. Ich werde nicht mehr vielleicht ein bisschen noch, ja, aber für Montag dann beim Markus dann da ja noch ein wenig. Und ja. Leidels, auf jeden Fall, es war schön, dass ihr noch vorbeigeschaut habt, Hans, Frank, schön, dass ihr noch, wie gesagt, dass ihr noch Zeit gehabt habt, nach euren Familientreff, freut mich. Weil die meisten haben halt dann keine Lust mehr, kann ich verstehen, keine Zeit, keine Lust mehr. Aber freut mich. Bing, Matzi, Holger. Nach. Jetzt hat er wieder die Schlachtband. War mir eine Ehre. Ich habe die Ehre. Mach ich mal gut. Vielen Dank, Leute, auch Chat. Ihr wart wieder klasse. Wie gesagt, hier unten Frühstück 10 nach 10 bei Mans. Ich liebe diesen Banner. Moment, hier, da. Vielen Dank. Haha. Geil. Wow, da hat er was vorbereitet. Da habt ihr mal wieder was gezeigt. Ich habe einige Banner. Lecofani hier auch für Klemmbautherapie hier. Dienstag 19:30, 20:30. Hast du für mich auch ein? Nee. Hast ja, du Livestream? Magst du Livestream? Trockenbequem. Trockenbequem. Oh ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Komm, nächstes Mal mach ich. Einmal mit Profis. Ja, ja. Hm. Ja, sag, schwierig. Ja, gutes Personal ist schwer zu kriegen. Das werden wir wohl bei mir nicht mehr erleben. ich finde es cool. Also. Ich werde mich da noch ein bisschen reinspielen, auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt wohl es. Ich dachte, du wolltest nur kurz spoilern und wieder weg. Guckt euch an, da bringt der Hans anscheinend eh noch ein Video drüber. Über ja, da kommt noch. Ich habe einige Steine zum Herzeigen, wo sie mir drucken hat lassen. Batman auf dem Kopf. Sehr genial. Ja, Batman ist auf dem Kopf. Was ist am Kopf? Batman, falsch rum. Einmal mit Profi. Ah ja. Das ist doch nicht wurscht. Schlimm. Scheiß auf den Batman. Es geht um das große. Predator. Ja. Schaut es auf den Batman. Und schaut es dir hin. Du bist gleich weg, wenn es da irgendwo hinschaut, wo es nicht sieht. Oh, da ist er gleich wieder beleidigt. Schaut sich das große an als Wappler. Nein, das ist nicht beleidigt. Ich häng gerade bei Pulp Fiction fest. Habe ich auch groß. Also Freunde, jetzt frohe Ostern nochmal, ne?
schöne Feiertage, genießt sie. Ja, nächsten Samstag streame ich nicht, 21 Uhr, beziehungsweise Hans Sonntag wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung, weil wir sind ja in der Schweiz. Ja, wir sind ja nicht da, ne? Genau. Wieso aus dem Hotelzimmer? Aber wir werden Shorts machen. Ich denke mal, Hans und ich werden bestimmt so kurze Shorts machen und reinhauen. Sicher. Shorts oder kleine Videos, wenn wir schauen. Irgendwie so. Shorts und T-Shirts. Markus und Hans-Jörg in Shorts. Und das in der Schweiz. Shorts und Trägerleibchen dann, ne? Oder wie? Yeah, Baby. Ein Tütü. Ein Short-Tütü. So, tritt's mal vorbei, geh mir noch und dann bin ich aber fort. Das dauert schon wieder. Also, Leute, tja, ist halt so, das dauert bei mir. Leute, macht es gut, servus, baba. Ciao. Und noch, tschüss.